Radio Poquito. Radio Poquito. Von Mensch zu Mensch. Ja, schön, dass gerade schon hier so 3 bis 5 Leute reinpoppen. Ich würde heute gerne mal ein kleines bisschen anders Sendung machen, als wir das bisher gewohnt waren. Und auf eine Form des Fernsehmachens, wie ich sie vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, mit dem Soltan aus Berlin auch gemacht habe. Da haben wir das Action-TV genannt und auch mit den Jungs von Global Change Now. Und ja, das war, also Action-TV, Entschuldigung, der Ausdruck kommt, glaube ich, tatsächlich vom Tombo, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war halt eben was, was wir da halt auch kultiviert haben. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich habe in den letzten Tagen und Wochen vermehrt dann immer wieder mal auch als Feedback oder als Anregung bekommen, so, irgendwie schläft es gerade so ein bisschen ein, so diese anfängliche Begeisterung in der Gruppe, die ist zwar irgendwie immer noch da, aber da sind jetzt halt auch so, so ein bisschen fühlt es sich an wie kalte oder steife Füße und als ob man nicht weiterkommt. Das ist eigentlich ja nur eine Auswirkung, vor allen Dingen derer, die halt jetzt im Prinzip schon auch von Anfang an dabei sind und das Buch schon kannten, bevor es überhaupt verlegt worden ist. Und ich würde heute gerne einfach mal mit euch ein bisschen Action-Radio machen, damit wir alle auch dieses Gefühl nochmal bekommen, dass etwas vorangeht, weil es geht vor allen Dingen immer daran, immer voran, wenn wir ganz spezielle Schritte tun, dann in Bezug auch auf das Ziel. So, und wenn wir uns daran erinnern, wofür die Agenda 2020-Gruppe in Facebook ursprünglich gedacht war, und die Richtlinie besteht ja immer noch, man muss sich ja einfach nur immer wieder mal daran erinnern, dann ging es ursprünglich ja darum, Nathans Vision, die ich in diesem Buch niedergeschrieben habe, zu verbreiten und das Gefühl auch zu bekommen, dass wir da wirklich Teil einer riesengroßen Sache sind. Und wie im Buch beschrieben steht, funktioniert das halt vor allen Dingen darüber, dass die Leute anfangen, selber in Aktion zu treten und halt gewisse Dinge tun. So, und jetzt haben wir uns hier auf OkiTalk in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, einfach so ein bisschen auch warm geredet. Und das ist schon ziemlich laut im Hintergrund. Ich muss gerade ein bisschen ans Mürbebrot denken. Pam, 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 pam. Entschuldigung, zurück zum Thema. Lassen uns nicht ablenken. Und ja, um einfach mal auch anzufangen und direkt mal so das Erste zu tun, was wir damals dann halt auch gemacht haben, was sehr sinnvoll war, ist am Anfang der Sendung, all die, die wir hier jetzt gerade da sind, ob wir jetzt im OkiTalk mithören oder nur über den Browser mithören, aber halt eben gerade mit dabei sind und gerne heute Abend einfach ein bisschen mal lustig was zu machen und zu helfen, diese Vision weiter zu verbreiten. Jetzt müssen wir uns einfach nur daran erinnern, wie das geht, eine Nachricht zu verbreiten wie ein Lauffeuer. Und wir haben da irgendwie ein paar coole Tools in die Hand bekommen, die wir da nutzen können. Und damit wir die möglichst effektiv nutzen, wird immer wieder es zwischendurch einen Werbeblock geben. Und zwar fängt der erste jetzt gerade an, nur weil das ja hier nicht Mainstream ist, sieht bei uns die Werbung halt ein bisschen anders aus. Wir machen den Werbeblock nicht so, dass die Konsumenten dieser Radiosendung jetzt sich irgendwelche Werbung für irgendwas reinziehen dürfen, sondern wenn euch gefällt, was ihr hier hört und was eben, ne, wenn ihr Bock auf mehr habt und das Ganze halt auch einfach ein bisschen größer wahrzunehmen heute,
dann macht mal kurz Werbung für diese Sendung. Ihr könnt, wenn ihr, also ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier gerade sind, also das ist einfach was ich als Vorschlag nehmen kann. Ich habe ja auch, bevor es losging in der Sendung, einen Post noch auf meine Facebook-Chronik gesetzt. Auf die werde ich zwischendurch jetzt hier immer wieder mal zurückgreifen und werde auch meinen Browser benutzen, um hier einfach live diese Dinge mit euch machen zu können. Schaltet eure Browser einfach auch ein und wir machen heute ein bisschen Workshop in wie nutzt man das Internet effektiv. Also das kann man natürlich auch zum Kaufen bei eBay oder sonst wo effektiv nutzen, aber effektiv im Sinn von dem, was wir alle erleben wollen, wie wir diese Vision hier verbreiten und erleben wollen. Basteln wir uns diese Welt zusammen und ihr könnt auf meine Facebook-Chronik gehen und da findet ihr ganz zu oberst den Link jetzt gleich von 8 bis 10 oder 11 oder so, auch auf Sendung bei OkiTalk. Da könnt ihr ganz einfach auf Teilen klicken und dann dahin setzen, wo ihr da gerade das halt sinnig befindet. Das ist was ihr jetzt gerade machen könnt und dann ist das auf jeden Fall schon mal etwas, was wir, der erste Schritt, den wir heute getan haben. Und wir werden heute auf diese Weise noch einige Schritte mehr tun. Wir haben da halt eben irgendwie jetzt in der letzten Woche sind so ein paar Sachen zusammengekommen, die wir gerade sehr effektiv nutzen können zusammen. Und ja, wer kein Facebook gerade hat, der braucht sich gar nicht jetzt ausgeschlossen zu fühlen, weil dafür, um jetzt meinen Post zu teilen, dann braucht man halt Facebook für. Aber ihr habt ja garantiert andere Möglichkeiten auch noch, um Links zu verbreiten. Und dann könnt ihr auch gerne einfach kreativ sein. Und gerne einfach eure eigenen grauen Zellen nutzen. Das wird auch bei einigem, was wir heute tun, sehr angebracht sein. Einfach mal selber seine eigenen Gedanken, mal den Kopf aufzumachen, auch wie es im Buch steht, das zu sagen, was einen wirklich bewegt und wirklich denkt. Und heute bewegt uns dann offensichtlich alle zusammen dieses Thema. Und ja, dann können wir dazu halt eben auch einfach mal kollektiv üben, wie das denn funktioniert. Damit wir möglichst viele Menschen in diesem Land heute Abend die Gelegenheit geben, sich ein wenig zu fühlen, wie Mojo, der erzählt, wie es für ihn war, als er dazugestoßen ist und halt eben von diesen Dingen gehört hat. Lass uns den Leuten eine Mojo-Erfahrung geben und die können wir halt hier zusammen jetzt einfach zusammenbasteln. Ihr könnt halt auch ganz gerne eure Freunde einladen, wie auch immer, dabei zu sein. Über den Browser geht es einfach über okitalk.com und ihr könnt euch natürlich auch an all die wenden, von denen ihr wisst, dass sie ein okitalk-Konto haben und sie einladen, dabei zu sein. Also es dürfte eigentlich für keinen langweilig werden heute, weil wenn wir lass uns einfach mal Spaß haben, lass uns mal einfach wieder diesen Abend der Begeisterung schenken, die wir mit diesem Buch in Verbindung bringen. Und wem es dann zu langweilig wird, der kann ja immer noch gehen, ist ja kein Thema. Ne? Es scheint ja auch ein Buch, dass die meisten geblieben sind und nicht alle. Also auch das wäre dann halt eben eines self-fulfilling prophecy aus dem Buch. Und jetzt lasst mich wissen, ob ich hier allein da stehe mit meinen tollen Ideen oder ob ihr noch nebenbei, neben dem Radio hören, noch irgendwas anderes, Besseres zu tun habt, als die Welt zu retten.
und den Weltfrieden zu installieren nach den Angaben, die wir im Buch finden, oder ob ihr mit mir seid und Werbung macht und sprecht ruhig mit, lasst mich an euren Gedanken teilhaben und dann lade ich euch ein zu weiteren 3 Stunden Herzlichkeit, Begeisterung, schönen, konstruktiven Gedanken. Ich habe noch ein Buch hier liegen, das von Asra, das gar nicht meins ist, aber das ich heute auch immer wieder dann mal nutzen kann, um bestimmte Stellen aus dem Buch einfach mal vorzulesen, auch wenn meine Stimme heute so angeschlagen ist. Das liegt daran, dass ich letzte Woche auf dem Genesungsbett gelegen habe. Und ja. Ich kann ja auch vorlesen. Ja, du kannst zum Beispiel auch vorlesen. Wenn du möchtest, kannst du das gerade jetzt einfach genau jetzt mal machen, aus dem Buch vorlesen und dann gucken wir einfach mal weiter. Du wirst die entsprechende Stelle wahrscheinlich schon haben, wenn du es so sagst. Die von Mojo? Wir warten sehr gerne und nutzen unsere Zeit damit einfach noch ein bisschen Werbung zu machen. Ich gucke auch mal das, den Link auch gerade noch mal kurz. Ja, das sind die kreativen Pausen, ja, auch für die, die hinterher die Aufzeichnung einfach hören auf YouTube. Die kreativen Pausen im Hier und Jetzt, da muss ich wieder an Rubin denken, der mir auch sehr viele in puncto Zeitreisen gezeigt hat. Es ist völlig egal, wann ihr gerade diese Sendung hört, all das kann gerade genauso genutzt werden, wenn ihr jetzt gerade die Aufzeichnung auf YouTube hört. Könnt ihr ganz einfach auch die Leute dazu einladen, hey, guck dieses Video mal an und mach einfach mal mit. So, mach mal trotzdem gerade das, was da gerade gesagt wird. Alles machbar, alles, das ist Aktion. Das ist etwas tun. Das ist, wenn etwas passiert, dabei sein. Und jetzt passiert gerade was. Wir machen weiter mit der Werbeunterbrechung, bis der Finn die passende Stelle gefunden hat. Und ich habe sie gefunden. Super geil. Dann könnt ihr trotzdem beim Zuhören einfach machen, wonach euch ist. Und wenn ihr euch hinterher beschwert, ihr hättet Langeweile gehabt, dann liegt das daran, weil ihr gerade nichts getan habt. Es wird Inspirationen und Einladungen zu Aktionen hageln in dieser Sendung. Schaut mal einfach, was für euch dabei ist und umsetzbar. Und wenn nicht, dann schaut euch einfach mal an, warum nicht. Das wäre dann auch mitunter sehr interessant. Lasst uns einfach mal forschen. Gucken, was passiert heute Abend. Wenn er möchte, der Film. Sehr schön. Hast du sehr toll gemacht. Hab dich lieb. Okay. Also Nathan war da gerade unterwegs, ja, ist seinen zukünftigen Ichs begegnet und so weiter und den ganzen Leuten dort. Also nicht ich, sondern dem einem Ich. Und dann läuft er halt durch die Gegend und hat bestimmte Erkenntnisse darüber, wie er die Umgebung um sich herum neu wahrnimmt und so. Und dann sitzt es eben da an. Ich biege um eine Ecke und stoße fast mit jemandem zusammen. Mit mir selbst, mit Nathan. Mit großen Augen schaue ich ihn an. Und ich verstehe. Deutlicher hätte das Universum, als das ich mich gerade empfinde, es nicht zum Ausdruck bringen können. Was für eine Synchronizität. Hallo, grüß dich. Grüßt er mich und fragt. Ich bin gerade ziemlich abgehakt. Kommst du gerade rein? Bist du sicher, dass du die komplette Mojo-Story, weil da geht's ziemlich, die dauert im Buch ziemlich lang insgesamt, weil Mojo ihn noch auf einige andere Trips schickt. Ich meinte vor allen Dingen den Part, wo Mojo erzählt, wie er damals dazugekommen ist, wie das für ihn angefangen hat. Da kannst du im Prinzip dann mit dem Zitat einsetzen. Wenn du möchtest, suche ich aber auch selber nach der passenden Stelle und lese doch schnell selber vor, kann ich auch machen. Weißt du, was ich meine? Wo er erzählt, wie er dazu gestoßen ist, wie er mit seinen Jungs im Park gesessen und gechillt hat und dann das dritte Mal den Link bekommen hat und dann drauf geklickt hat.
Ja. Jetzt ab der Stelle, wo er dann hier sagt, und anscheinend gab es ein Untergrundradio im Internet, hier Okitalk und so weiter, ja? Das ist die Stelle. Ist das die Stelle, wo er sagt, dass er mit seinen Freunden im Park gechillt hat und wie er dazu gekommen ist? Da haben Leute Links rumgeschickt und er hat irgendwie innerhalb von 2 Tagen hat er dreimal den Link bekommen und den einen halt sogar in WhatsApp. Und dann hat er auf den Link geklickt und war dann halt eben bei Okitalk mit dabei. Das könnte eventuell heute passiert sein. Heute oder morgen, ne, diese Sachen dann halt. Späße. Von wegen Self-Fulfilling Prophecy. Und wenn wir das alles erleben wollen, brauchen wir uns nur an die Angaben im Buch zu halten. Da da irgendwo nie wirkliche Zeitangaben drin sind, bis auf das Okitalk Festival Mitte 2016 stattfindet. Und es bis Ende 2015 schon einigen Leuten sehr viel besser ging, weil sie halt eben ganz anders angefangen zu denken. Könnte heute eventuell der Tag sein, an dem diese Dinge passieren. Versteht ihr? Das ist, jetzt zocken wir dieses Spiel. Wir haben uns jetzt lange noch mit der Anleitung auseinandergesetzt, aber jetzt können wir das gerade, wir können das online zocken. Heute Abend, alle zusammen. Wir können heute einfach mal eine große LAN-Party machen. Klar soweit, wissen wir, worauf ich hinaus will. Jo, und ich habe die Stelle und sagst du mir, ob ich immer noch abgehackt bin? Klinge ich flüssig? Komme ich flüssig durch oder? Zu 80%, versuch's einfach mal. Ich sag Okay. Bescheid, wenn es nicht funktioniert. Ja, es kann sein, dass hier, wo ich bin, weil hier gerade ziemlich interessante Energien sind, immer zwischen den Räumen und so und das dann das WLAN und so manchmal und das Internet allgemein so. Da manchmal nicht mithält mit, weil das Internet dann stärker ist, die Übertragung. Ja, schau einfach. Im Moment kommst du soweit klar durch. Lies einfach. Alles klar. Das Interesse war anscheinend bereits überall vorhanden. Es gab damals einen Radiosender im Internet, okitalk.com. Da sprachen auf einmal alle über die Gleichheit von virtuellen und realen Welten und die Leute, die die Sendungen hörten, waren wie verzaubert. Ich gehörte damals auch dazu. Ein Freund erzählte mir von okitalk, dass ich unbedingt mal da reinhören sollte. Als es mir dann 2 Tage später gleich noch zweimal gesagt wurde, beziehungsweise einmal davon via WhatsApp, gleich mit Link, drückte ich drauf und eine Stunde später war meine Welt nicht mehr die gleiche. Ich chillte damals mit meinen Jungs im Park und nach 10 Minuten hörten alle wie gefesselt zu. Da waren Leute, die von einer neuen Konsolengeneration sprachen, die sie offensichtlich schon nutzten. Gut genug, um darüber mehrmals in der Woche Sendung zu bringen. Übrigens auch noch andere, die dann unter den neuen Sichtweisen extrem interessant und hilfreich waren. Sie sprachen von freien Energien, überhaupt von Energien von dem, was um uns herum passiert und warum und wieso und überhaupt. Da sprachen auf einmal alle miteinander. Irgendwie gab es da nur Ergänzungen, aber keine Widersprüche mehr. Jeder konnte und sollte sagen, was er denkt. Und eine Weile leiteten viele ihre Kommentare mit, was mir dazu noch durch den Kopf geht, ist, das half sehr. Dabei Zugang zu allen Sichtweisen zu bekommen. Und es war irgendwie völlig egal, wer was sagte. Keiner beschwerte sich mehr über Mangel an Rederecht, weil jeder eingeladen war, wenn er mehr zu sagen hatte, als in einer eigenen Sendung konnte, doch einfach einen eigenen Sender aufzumachen, was man bei Okitalk eben konnte. Und bei YouTube, Facebook und unzähligen anderen Netzwerken. Das führte dazu, dass die Menschen begannen, ihren Geist mal einfach freizulassen, alle Gedanken, die kamen, zuzulassen und sie offen auszusprechen. YouNow erlebte damals genauso seine Hochzeit. Auf einmal machte jeder, der was auf sich zählte, eine Webcam an und teilte seine Gedanken mit der Welt. Über Okitalk wurde dann auch Terranea bekannt, ein Netzwerk freier Menschen, die uns daran erinnerten, dass egal in welchem Land wir gerade sind, wir doch wohl definitiv auf der Erde sind. Unsere Okay. Erde. Ja, sehr cool. Danke. So, ihr merkt ihr die Stelle, da können wir gleich weiter. Wir können da gleich weiter. Gehen wir die Abschnitte einzeln durch. Allein das hat gerade so viel. Hast du mir die Seite aufgeschlagen? Also, ist das? Nein, Ah, das ist nicht gut. Auf welcher Seite bist du da gerade? 84. Alles klar, 84.
Momentchen. In der Mitte bei unserer Erde. Und von da aus kannst du halt dann rückwärts schauen, so. Ja, alles klar. Ne, das ist halt eben das Ding. Boah. Okay, ey, gehen wir es wirklich mal durch. Das Interesse war anscheinend bereits überall vorhanden. Das ist das Ding. Das Interesse an einer friedlichen Welt ist wohl unabstreitbar und bei egal was für Tumulten, um die es in dieser Welt geht, unabstreitbar Ziel Nummer eins von uns allen. Auch wenn wir auf sehr abstrusen Wegen versuchen, dahin zu kommen, ist aber ein anderes Thema. Das Interesse ist aber anscheinend überall vorhanden. So, ne, den Untergrundsender, den gibt es auch. Wir sind gerade mittendrin. Das ist gerade, erfüllt sich tatsächlich auch das wieder. Da sprachen auf einmal alle über die Gleichheit von virtuellen und realen Welten. Das wird uns gerade heute in dieser Sendung dann offensichtlich auch noch häufiger passieren, wenn wir gerade schon nicht bewusst gemacht haben, wir können gerade dieses Spiel spielen und uns gerade dabei erwischen, genau das zu tun. Wir sind mittendrin. Ich lese weiter im Hier und Jetzt. Egal, wo ihr es gerade in welchem Hier und Jetzt hört. Und die Leute, die Sendung hörten, waren wie verzaubert. Das bekomme ich auch immer wieder gesagt. Das ist halt eben, warum viele von euch gerade nicht zum ersten Mal dabei sind, sondern eben doch schon ein paar Mal mit zugehört haben. Hier, ein Freund erzählte mir von Okitalk. Das heißt, die Leute, die bereits von der Sache wussten, haben es in die Welt rausgetragen. Das sind quasi wir. Da ist von uns, wir, da wird gerade von uns heute Abend gesprochen. Das ist das, ja, also mich das war genug. Wir sind gerade mittendrin in der Story und zwar auf Seite 83. Das ist wie wie bei, wie heißt es noch? Wie heißt denn noch diese Star Wars-Verarsche? Mit Johnny Goodman Spaceballs, wo Lord Helmchen in der Szene steht, wo er da sich das Video zum Film anguckt, in dem er gerade mitspielt und dann halt auch quasi genau in der Szene stoppt, wo er gerade vor dem Videorekorder steht, um sich anzugucken. Also genau das. So eine Situation haben wir hier gerade. Ich finde es voll toll. So, und also hier steht, ein Freund erzählte mir von Okitalk. Quasi sind wir das, die unseren Freunden gerade von Okitalk erzählen können, wenn wir morgen nicht das Gefühl haben müssen, ach Scheiße, hätte ich es auch gestern Abend mal gemacht. Aber das ist dann auch nicht schlimm, wenn man es morgen, wenn man es ja jeden Tag weitermachen kann. Das ist jetzt was wir ab heute Abend machen können. Wir brauchen das jetzt nicht von 20 bis 23 Uhr zu machen. Wir leiten das von 20 bis 23 Uhr ein und dann haben wir eine extrem geile Wochenendbeschäftigung, in der wir uns sehr effektiv gewisse Techniken zunutze machen können, auf sehr spaßige und sinnvolle Weise dieses Buch umgehen zu lassen. Diese Vision, diese Geschichte, die Leute aus allen möglichen sozialen Schichten gleichermaßen begeistert. Und die uns irgendwie geschenkt worden ist, wo ich einfach, ja, ne, ich bin einfach selber sehr, sehr dankbarer Leser dieses Buches. Und ich lese weiter. Ja, dann passiert nämlich das. Wenn wir das jetzt einfach nämlich mal übers Wochenende und die nächste Woche einfach mal weitermachen, die ganze Zeit halt eben auch selber mal ein paar Gedanken dazu teilen, dann erreichen wir immer mehr Leute. Und wenn man was das dritte Mal sieht, dann klickt man da drauf. Und so geht sowas dann eben viral weiter. Er bekommt es dann halt eben gesagt zweimal und dann kriegt er es auch noch per WhatsApp mit Link. Das heißt, wir können das halt auch per WhatsApp rumschicken. Das ist die nächste Inspiration in dem Buch, die nächste Einladung. Ihr könnt einfach den Link nutzen. Der steht hier nicht drin. Flyer ausdrucken ist zum Beispiel eine Sache, was wir auch später haben. Aber jetzt im Moment für auch die Leute, die gerade kein Facebook haben, zum Beispiel, aber WhatsApp, da gibt es ja auch genügend von, können halt auch eben einfach den Link www.okitalk.de
www.2020-die-neue-erde.de per WhatsApp rumschicken mit entsprechenden Gedanken, warum man diesen Link rumschickt. So wie zum Beispiel, ey, ich finde das voll geil, guck dir das mal an. Mehr braucht man da gar nicht zuzuschreiben. Und dann kann man das, dann brauchen wir es nicht rumzuspammen, aber man schickt es vor allen Dingen den Leuten, wo man sich vorstellen kann, dass die eventuell daran interessiert werden, etwas in ihrem Leben zu ändern. Und dazu steht ja in dem Buch schon ja ganz noch ganz andere Sachen drin. Da würde ich dann auch sagen, kommen wir dann wahrscheinlich in späteren Sendungen zu. Weil wenn wir das Spiel jetzt jeden Freitagabend auf jeden Fall schon mal weiterspielen, dann könnte das dazu führen, dass wir einen sehr, sehr lustigen Winter noch erleben. Aber der Sommer ist ja gerade erstmal halbwegs vorbei. Ne? Es ist offensichtlich chillen, immer noch gerade ein paar Jungs im Park rum und einer davon wird unter Umständen gleich noch einen Link bekommen von einem von uns und auf okidog.com klicken und dieses Erlebnis haben. Und vielleicht ist einer von denen der Mojo, von dem der Nathan mir erzählt hat, dass er ihn getroffen hat. Und dann diese Geschichte erzählt. Gänsehaut. Ja. Vielleicht nicht nur bei uns. Also da reden wir halt davon, so hier können wir gerade, das ist wie ich es von damals kenne, Action Radio. Da kann man was machen, das macht Spaß in dem Moment zu tun, weil man halt auch ja, irgendwie alles und alles zusammenzählen kann und dann auch merkt, ja, wenn man solche Sachen macht, dann hat das eine entsprechende Wirkung. So, und ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber ich habe gar nichts Besseres zu tun, als dieses Spiel zu spielen. Zocke mir weiter. Ja, ne, dem ist dann Folgendes passiert. Ich drückte drauf und eine Stunde später war meine Welt nicht mehr die gleiche. Das kann passieren, wenn man mit diesem Buch konfrontiert wird. Ich chillte damals mit meinen Jungs im Park. Mojo, wenn du dabei bist, wir grüßen dich. Zieh noch einmal für uns dran und lass dich begeistern. Und ja, wir hörten alle wie gefesselt zu. Da waren ja Leute, die von einer neuen Konsolengeneration sprachen, die sie offensichtlich schon nutzen. Wovon haben wir gerade gesprochen? Wir zocken das Spiel online, wir nutzen das Internet, wir nutzen das Internet, wir nutzen die Materie, die vor unseren Augen liegt und lernen dazu immer weiter alle möglichen Möglichkeiten und Techniken kennen, das Internet auch zu benutzen. Das ist nämlich das Tolle, das Internet ist halt eben diese wunderschöne Analogie dazu. Und da können wir dann halt tatsächlich jetzt auch was machen. Und da würde ich mich dann halt auch über ein wenig aktiver Beteiligung hier im Chat auch freuen, wenn ihr gewisse Aufgaben, würde ich es jetzt mal nennen, Übungen, Möglichkeiten genutzt habt, so ist es am besten, Möglichkeiten genutzt habt, uns auch einfach davon zu erzählen, wie ihr was gemacht habt und was ihr zum Beispiel geschrieben habt oder so, weil das ist das, was ihr jetzt machen könnt. Wenn ihr Facebook habt, also bitte an all die, die jetzt alle einfach zuhören und nicht Facebook haben, fühlt euch inspiriert, fühlt euch bitte nicht ausgeschlossen, fühlt euch inspiriert und überlegt, was ihr stattdessen für Möglichkeiten habt. Euch wird bestimmt was einfallen. Und wenn nicht, hört einfach ein bisschen weiter zu und dann kommt eventuell der ein oder andere Gedanke von einem von euch, die kein Facebook haben, die aber halt eben sich hier mit in den Chat einklinken und uns davon erzählen, was sie gemacht haben. So kommen alternative Ideen für all die Nicht-Facebooker, die wir alle genauso nötig an dieser Stelle dabei gern haben, weil ne, nötig ist es gerade offensichtlich, es ist ja eine Notwendigkeit, von der wir hier reden, wenn wir die Notwendigen und die Welt verändern oder bessern wollen. ja, ja. Ich bin wieder mit rein und ja, eine Möglichkeit, die wir heute haben, ist folgendes. Ich gehe mal gerade in. Ups, habe ich gerade irgendwie rausgeschmissen? Nein, ich
Ich gehe mal auf meinen Browser in meine Facebook-Chronik. Und nein, das tue ich nicht. Ja, ich gehe auf die Finger-Leiste von Facebook und tippe da 2020 ein und sehe unter Seiten den Link 2020, die neue Erde, ein Erlebnisbericht, Buch. Und da klicke ich drauf. Und dann geht die Seite auf und oben als allererster Post ist einer, den ich eben da auch reingesetzt habe, weil ich eine Rezension bekommen habe, die ich ziemlich geil fand und freue mich über diese hervorragende Idee und Möglichkeit, die wir alle heute nutzen können, nämlich eine Rezension zu diesem Buch zu schreiben. Und das geht natürlich, also ne, das können nicht nur die, die Facebook haben, das können vor allen Dingen nur die, die das Buch auch gelesen haben und halt die Erfahrung gemacht haben, was das bedeutet, das Buch gelesen zu haben. So, und da steht, wow, danke für diese Rezension. Und die hieß, das wird noch der Bestseller des Jahres. Ich habe schon viele Bücher gelesen, die mir unter die Haut gegangen sind. Dieses hier geht noch viel tiefer. Ich habe was gefunden, das ich mein Leben lang gesucht habe. Aber ich möchte euch den Spaß nicht nehmen, es selbst herauszufinden. Schön, danke für diesen Querverweis ins Buch. Lest ihr Narren, in Klammern, Verrückte, Systemkritiker, Andersdenker, Quertreiber, Empörte, Verschwörungstheoretiker, Wahrheitsbeweger, Idealisten, Spinner, Aussteiger, Anarchos, Nazis, Punks, Polizisten, Unzufriedene, Systemopfer, Burnoutler, Weltverbesserer, 99%ler, Freilerner, Freiheitlerner, Freiheitler, Spieler, Erfinder, alle, die was Wesentliches in ihrem Leben verändern wollen. Ändern wollen. Ich bin Anonymous. Und ich danke mir, dass ich auf diesen Link geklickt und die kostenlose PDF gelesen habe. Diese paar Stunden waren die wertvollsten, die ich je in etwas investiert habe. Überzeugt euch selbst. Und darunter der Link www.2020-die-neue-erde.de. Und ja, da wusste ich natürlich auch sofort, was ich mit diesem Text zu tun habe. Und ja, freue mich wahnsinnig über diese erste Rezension und da kam dann auch dann gleich noch eine weitere Rezension von Community, die diese Rezension geteilt hat und inzwischen sehe ich, hat diese Rezension, die ich vor einer Stunde gepostet habe, schon 232 erreichte Personen. Ich mag das Wort Personen nicht an dieser Stelle. Ich habe gestern noch einen Vortrag von Joe Kreisel gesehen und mal noch weitere. Also ich mag das Wort Wesen, Lebewesen. 232 erreichte Lebewesen. Und während ihr unter Umständen selber gerade schon dabei seid, diesen Beitrag selber zu teilen, kann ich anregen, das gerne auch, nehmt euch ruhig auch ein bisschen Zeit dafür, eine eigene Rezension zu schreiben. Ich kann gleich die andere auch noch vorlesen als Anregung, aber ihr könnt vielleicht einfach mal nicht. Es ist vielleicht ist es, ihr könnt, also ich werde gleich noch eine andere vorlesen, aber ich mache es noch nicht sofort, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, wenn ihr keine weitere Anregung habt, sondern wirklich pur eure Gedanken, was ist mir eigentlich genau passiert, und die möglichst unverwässert wiederzugeben, als Post auf diese Seite zu setzen. Das wird definitiv dabei helfen, diese Seite ein wenig bekannter zu machen und diese Seite ist natürlich Werbung für Nathans Vision. Auf der Seite selber kann ich gerade erzählen, könnt ihr euch angucken, was soll ich dann erzählen, guckt es euch an, da findet ihr halt alles, ne, was mit dem zu tun hat. Komme ich gleich aber auch noch drauf, da gibt es nämlich auch noch Möglichkeiten, Werbung zu machen, vielleicht komme ich auch drauf, wenn es nicht schon gerade so, aber ich wollte euch gerade noch was anderes zeigen, und zwar, das ist nämlich das Schöne, was ich heute hier, wo ich einfach das Auge auf
bestimmte Statistiken setzen kann, die ich einsehen kann und mit euch teilen kann auf diese Weise, sodass wir ein Gefühl dafür bekommen, was unsere Aktion auch eigentlich für Auswirkungen hat. So, und als Beispiel ist ein Flyer gerade hier, sehe ich auf der, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt, als Nichtbetreiber dieser Seite, aber ich kann hier sehen, dass der Flyer von vorgestern, auf dem drauf steht, also vorgestern, 7. Oktober, habe ich ihn gepostet, auf dem steht, es war eine gigantische Demonstration von Frieden, nicht für oder gegen irgendwas, sondern wir demonstrierten, wie man auf Augenhöhe miteinander leben kann. Das ist auch ein Zitat von Mojo auf Seite 94. Also könnte sein, das würde heute noch zu kommen. Vielleicht aber auch nächste Woche oder so. Schauen wir einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie weit wir heute spielen können. Und was für Möglichkeiten wir weiter nutzen können. Und in 2 Tagen ist das, dadurch, dass es 71 Mal geteilt wurde, da ist also etwas getan worden. Da haben Leute einfach ihre 10 Sekunden ihre Finger benutzt und das Notwendige getan, um damit 4.684 Menschen zu erreichen. Und ja, ich würde gerne mal rausfinden, was das dann zum Beispiel, also mit euch gerne rausfinden, wie weit wir heute mit irgendwelchen Posts eine ganz bestimmte Zahl auf meinem Monitor beeinflussen können. Hier steht nämlich diese Woche Beitragsreichweite 8.632. In allein dieser Woche hat diese Like-Seite zum Buch 8.632 Lebewesen erreicht. Also ist auf Monitoren aufgetaucht. Und hat, darunter steht noch eine Zahl, Beitragsinteraktion, da steht 657. Ich mache jetzt gleich mal einen Snapshot von. Und dann kann ich euch immer wieder zwischendurch die neuen Stände dieser beiden Zahlen durchgeben. So. Kristall hat gefragt, wie die Seite heißt, weil sie kurz weg war. Die Seite heißt, ich diktiere sie wirklich gerade einfach immer, weil auch für die Leute, die gerade nicht im Chat hier sind, ist es gerade nicht sonderlich sinnvoll. Kristall, www.2020-neue-erde.de. Bitte-Taste. Und dann dürfte so eine lila Seite aufgehen, die bekannt vorkommen dürfte in das Buch. Ja. So, ja. Wo wir halt da gerade von reden, kann ich das gerade auch einfach mal machen. Ich gehe mal auf diese Seite. Bei mir habe ich sie schon vorhin. Eintippen. Das war was gefunden. So. Und hier gibt es nämlich seit dieser Woche auch Neues, nämlich oben in der Reiterzeile, neben Startnews aus dem Buch Facebook, den neuen Reiter Flyer. Und wenn man da mal draufklickt, findet man künftig eine Liste von Flyern, die man einfach per Rechtsklick auf die eigene Festplatte laden und von da aus, wohin man möchte, teilen kann. Kann man sich welche aussuchen, wenn welche dazukommen, dann stellen wir die da drunter. Und ihr könnt euch anmelden, registrieren, wenn ihr Kommentare drunter posten möchtet, was euch die Möglichkeit gibt. Wenn ihr irgendwo auf euren Seiten Flyer postet, eure Seiten dann natürlich auch mit zu verlinken. So haben wir quasi so ein bisschen möglichst unkompliziert die Möglichkeit für Affiliate Zeit und eine Linkliste von Leuten, die das auch auf ihre Seiten gepostet haben. Wir setzen da halt auch noch Banner oder kleinere Sachen, also alles, was man für Werbung im Internet nutzen kann,
Wir können auch PDFs machen mit Flyern, die ihr, wenn ihr Lust habt, ausdrucken könnt oder bei Flyeralarm oder sonst irgendwo bestellen könnt. Für günstiges Geld habe ich gesehen, also was haben wir da gesehen letztens? Da kamen 10, 20, 100 Euro, glaube ich, kriegt man da 20.000 DIN A5 Flyer, doppelseitig bedruckt. Gibt es unter Umständen noch günstigere Anbieter, müsst ihr einfach mal selber gucken oder vielleicht habt ihr da selber auch Geld und Connections, wenn ihr sowas machen will. Also das geht halt auch. Wir lassen uns jetzt auf jeden Fall meine Verbindung ist übel, sehe ich gerade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich hoffe, es wird besser. Ich habe mir das... Ja, genau. Ich habe mir das... Bauchi? Ja, sag mal. Ja, ich habe mehr das Gefühl, dass du irgendwie immer weiter weg gehst dann. Also du bist dann immer ganz okay und dann scheint es, dass du irgendwie dich entfernst und jetzt ist es leiser und du bist im Hintergrund und dann kommt noch irgendein Rascheln dazu, weil du irgendwas mit deinen Händen tust oder so. Also ja, das ist wirklich, ich habe, das Problem ist, dass ich meine Push-to-Talk-Taste, das ist quasi die Function-Taste und die ist ganz unten links und direkt daneben irgendwo unter einem der ganz unzählig vielen Löcher des Lautsprechers ist ein Loch, das Mikro. Und da ich nicht genau, also irgendwo ist dann mein Finger. Ist das jetzt gerade zum Beispiel besser? Ja. Dann liegt das da. Und das Ding ist, wenn ich, so kann ich jetzt, ich drücke jetzt mit meiner rechten Hand auf den Button ganz links. Aber wenn ich halt eben gerade dann versuche, aber ich, dann muss ich es, ja, ich versuche es einfach so. Ich guck mal, ob das besser funktioniert. Ja, also mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Guckt, wenn ihr Nathans Vision und diese Welt mit aufbauen wollt, einfach was ihr tun könnt. Es gibt gerade einfach mehr als genug Tools in der Toolkammer dieses Spiels, die ihr aufrufen könnt, auf eurem inneren Display. Und euch erinnert, wo ihr was findet und eure Links oder Buttons auf euren materiellen Monitoren, auf dem Computer halt eben setzt oder habt, wo ihr irgendwelche Sachen findet, wenn ihr irgendwie Ideen braucht, um Nathans Vision zu verbreiten, um diese neue Erde bis 2020 auch aufgebaut zu bekommen. Und dabei zu sein und nicht nur davon zu reden oder es toll zu finden, sondern wirklich aktiver Teil derer zu sein und halt wirklich einer von denen zu sein, von denen da in diesem Kommentar wird. Ich glaube, das ist so wirklich das wirklich Faszinierende an dem Buch, dass sich da auch sehr viele Leute einfach dann wiederfinden kann. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein wenig Feedback auch mal so aus dem Raum bekomme. Im Moment sind wir hier im Sprechenraum halt zu zweit alleine, der Finn und ich. Und vielleicht hat ja der ein oder andere im Zuhörerraum schon irgendwas gemacht gerade und will einfach mal wenigstens einen Check geben oder so. Wenn ihr in den Sprechenraum kommen wollt, geht in den Warteraum, ich ziehe euch hoch. Ich habe seit heute die Moderationsrechte oder seit letztens schon, aber jetzt kann ich es halt auch nutzen. Was die Technik angeht, schaue ich mal, ob ich dann nicht bis demnächst dann doch ein passendes und funktionierendes Mikro bekomme. Lass mich nicht erinnern. Finn, was hast du gemacht? Ja, ich wollte gerade sagen, während die Leute nachdenken dürfen, quasi, ob sie sich jetzt trauen möchten, auch was zu sagen oder ob sie was zu sagen haben, kann ich ein bisschen erzählen, was ich so getrieben habe in die Richtung. Also ich habe auf jeden Fall den auch in der WhatsApp-Gruppe geteilt, wo ich mit Leuten so zusammen zocke. Haben sicherlich ein paar mit reingeschaltet, weil das, was ich vor mir gebe, wenn es so von mir kommt, dann ist es immer ganz schön inhaltsvoll und da hören die auch immer gern zu. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die sich hier dann auch zu einigen wiederfinden werden. Und ansonsten so immer so als allgemeine Haupttätigkeit begegne ich ja immer noch so ganz vielen Menschen. Heute auch ganz spontan über eine Website jemanden kennengelernt und dann gleich nach einer halben Stunde auch gleich getroffen. So voll lustig habe ich das erste Mal so spontan und so kurzzeitig gemacht. So. Und
Das ist halt so abgefahren, weil die Umgehensweise, die er mit sich selbst und mit dem, was um ihn herum war, genau das war, was in der Vision beschrieben wird, ja. Dieses, dass man nur noch seine inneren Prozesse beobachtet, man sieht, was da für Gefühle ablaufen, was da für Reaktionen sind, wenn gewisse Dinge geschehen. Und das einfach nur zu beobachten und dem nicht Ausdruck verleihen zu müssen, ja. Dass man das nutzt, um sich selbst kennenzulernen, sozusagen. Und aber trotzdem ein friedliches Miteinander hat und dass man Sichtweisen von anderen Menschen einfach nur als Sichtweisen sieht. Und es ist so abgefahren, weil überall, wo ich hinkomme, auf einmal die Menschen so, die machen das schon. Also ich meine, klar, nicht alle, aber die, denen ich halt bewusst begegne und ins Gespräch komme und so weiter, das ist schon, es scheint wirklich von allen Richtungen, auch ohne das Buch, ja, irgendwie so automatisch. Und dann habe ich ihnen noch meine Story erzählt ein bisschen und auch von den Büchern so, die mich ein bisschen bewegt haben oder auch mehr als ein bisschen. Und er ist jetzt auf jeden Fall auch ganz heiß auf das Buch und möchte das jetzt auch lesen. Also er macht halt, ist halt auch in Wien und lebt eigentlich gar nicht mehr im System drin und macht jetzt Tierschutzaktivismus, hauptberufstätig sozusagen. Oder halt, es ist ja kein Beruf, aber ha, vielleicht Berufung. Und ja, dass der da auch ganz viele Leute sozusagen kennt, die das auch interessieren würde und dass es sich da immer weiter und immer weiter so das Feuer und alle stecken sich mit der Vision an und alle kommen in dieses liebevolle Miteinander und also was ich an Beobachtungen machen darf hier überall, das ist abgefahren, was sich hier entwickelt und das berührt mich jedes Mal immer mehr und mehr zu sehen, dass die Vision, die da ist, die ist so wundervoll und ich kann mir auch inzwischen viel schönere Visionen vorstellen, ja. Davor war es irgendwie so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwann 2025 mal irgendwas besser mit der Erde oder vielleicht 2030, ja. Dann 2020 gelesen, jetzt das Buch, okay, jetzt weiß ich, wie es dazu kommen könnte. Aber irgendwie hat es auch gleichzeitig die Möglichkeit jetzt eröffnet durch diese ganzen, dadurch, dass ich sehe, wie es überall entsteht. Und das passiert wirklich. Und so viele Leute fangen an, zu sich selbst zu kommen und irgendwie zu bewusster zu werden und zu erwachen, sage ich jetzt mal, und neues Miteinander zu entwickeln. Und irgendwie kann ich mir inzwischen auch viel, viel abgefahrenere Visionen vorstellen, so als Manifestierung. Und ich glaube, das ist auch ja alles im Bereich des Möglichen. So, das ist, also ich meine, ich nehme es ja nicht für 100% fest, ja, das Buch, und das ist wirklich krass inspirierend, aber was noch krasseres zu erschaffen, so noch eine höhere Freude, das ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, das kitzelt die Vorfreude und das macht sehr, energiegeladen und was ich auch bin, also total abgefahren. Und ja, genau. Und falls jemand irgendwelche coolen Erlebnisse hatte in Bezug auf das Buch oder auf Begegnungen mit Menschen, ja, wo er den vom Buch erzählt hat und die Leute irgendwelche Reaktionen hatten oder inspiriert waren oder so, kommt ruhig hoch oder so, erzählt es einfach. Das ist einfach toll, wenn wir voneinander hören können, wie es das, was wir erschaffen wollen, überall Feuer fängt und wir uns gegenseitig damit anstecken können, so. Und ja, ich meine, ihr seid hier unsere Familie, wir sind hier alle ein liebevolles Miteinander, wir sind hier alle zu Hause und hier kann jeder alles sagen und zum Ausdruck bringen, was er denkt und fühlt und so. Hier wird keiner verurteilt oder sonst was. Also traut euch ruhig und ja, genau. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Also das ist, ich finde halt gerade eben dieses Gefühl und diese Energie auch voll krass. Ich finde das voll geil, dass du gerade alleine, dass du alleine erzählt hast, dass du das in der WhatsApp-Gruppe geteilt hast. Gibt mir ja schon den Ansporn, dass da bestimmt, keine Ahnung, zwei oder drei Leute gerade, vielleicht sind sogar viel mehr, aber zwei, drei Leute mit dabei sind, die heute das erste Mal überhaupt von der ganzen Sache hören. Und allein das Gefühl, dass da draußen gerade jemand sein könnte, gibt mir halt auch die Motivation, jede Sekunde dieser Sendung möglichst sinnvoll zu verwenden, mit dem Wissen auch, ich spreche auch mit euch. Und möchte euch willkommen heißen, hier dabei zu sein und diese Dinge möglich zu machen. Und wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, dann ist das halt auch nicht so schlimm. Bleibt einfach interessiert und ihr findet das schneller raus, als ihr denkt. Und
An der Stelle kann ich einfach zum Beispiel den Leuten, die jetzt gerade schon dazu gestoßen sind, von denen ich nichts weiß und die noch nichts von uns wissen, einfach sagen, es geht halt um ein Spiel, das wir spielen, in dem es darum geht, innerhalb von 5 Jahren eine völlig andere Welt ohne Politik, ohne Kriege, ohne Flüchtlingsprobleme, ohne den ganzen Scheiß, den einfach überhaupt gar keiner haben will und den jeder gerne aus der Welt raus subtrahiert hätte, halt eben eine solche Welt, in der das alles überhaupt gar nicht mehr drin ist, zu gestalten, zu kreieren. Und das ist halt wie eine Spielanleitung für ein LARP, für ein Live-Action-Roleplay. Das ist etwas, was wir first live hier in unserem Leben spielen, damit wir auch hier in unserem Leben genau diese Auswirkungen, die dann halt eben auch in dem Buch alle beschrieben sind, halt auch erleben können. Und zwar völlig real. Ne, das ist genauso, wie man sich sowas dann halt in einer virtuellen Welt kreieren kann, kann man das tatsächlich in der realen Welt auch. Und es ist nicht so, als wäre das was, was wir lernen könnten, sondern das ist nur ausschließlich was, was wir permanent tun, es aber wohl vergessen haben. Aber wir können uns dabei jeden Tag zugucken. Da sieht man das auf einmal sehr, sehr schnell, wie wir jeden Tag die Welt um uns herum kreieren. Und in dem Buch steht halt beschrieben, wie wir alle zusammen das machen können. Diese Welt, die in dem Buch beschrieben ist, ohne diesen ganzen Mist, den keiner erleben will, wie man die halt eben schaffen kann. Und wir sind gerade dabei, genau das umzusetzen und genau das zu tun. Und sehen immer mehr, wie diese Dinge, die in dem Buch geschrieben sind, tatsächlich gerade völlig live wahr werden, völlig real, völlig im Hier und Jetzt, mittendrin standen wir dabei. Und ja, es ist faszinierend. Und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr das nachholen, wenn ihr auf die Webseite, um die es hier die ganze Zeit gerade geht, www.2020-die-neue-erde.de gehen und euch alles, was ihr zu einem Upgrade braucht, in bestenfalls 4 Stunden, könnt ihr euch das Buch vorlesen lassen, wenn ihr es nicht selber lesen wollt. Ihr könnt euch die PDF kostenlos runterladen, ihr könnt euch das Buch kaufen, ihr könnt es weiter verschenken, wie ihr wollt. Keiner braucht irgendwas zu kaufen, um an die Instruktion oder an die Spielanleitung zu kommen. Es kostet letztendlich einfach die Überwindung, gerade einfach zu sagen, hey, ich guck's mir mal an. Und mehr braucht man eigentlich nicht, dann entscheidet sich das völlig von alleine, wer dabei ist und wer nicht. Und hier geht es einfach, das hier ist eine Sammelstelle für Leute, die dabei sind und Lust haben, das zu machen. Ja, ich wollte an der Stelle, wie gesagt, nochmal dazu einladen, jeden, der hier gerade mitmacht, auch sich gerne ein wenig, wenigstens dann anonym, meinetwegen auch in Mumble zu äußern und einfach ein bisschen zu erzählen. Ich fand das gerade schon mal sehr hilfreich und inspirierend und motivierend, einfach dem Finn dabei zuzuhören, was er zu erzählen hatte. Wenn wir wieder von Sex reden, von Synergetic Energy Exchange und synergierenden Energien, stellt euch mal vor, wenn jetzt nicht nur der Finn und ich, sondern sagen wir mal in einer Stunde oder zwei 10 Leute erzählt haben, was bei ihnen alles Tolles passiert ist, dann werden wir noch viel, viel mehr Motivation finden. Eine weitere Rezension ist eingegangen, eine zweite, die halt gerade dann eben angenommen, hier auf der Webseite halt eben auch jetzt zum Teilen zur Verfügung steht. Das ist die Rezension von Community. Und da steht meine Rezension. Dieses Buch ist von Anfang an packend. Man kann es nicht zur Seite legen. Nachdem ich es fertig hatte, schlage ich es am Tag manchmal einfach irgendwo auf und genau diese Stelle passt haargenau.
Ich finde mich in jedem einzelnen Menschen im Buch wieder, egal ob Mann oder Frau. Diese Vision ist auch meine Vision. Die Begeisterung zwischen den Zeilen ist ansteckend und regt dazu an, sich selbst als partizipatives Rädchen wahrzunehmen. Wir müssen auf nichts warten, sonst wird es nicht sein. Das ist der Punkt. Ne? Wir sind hier gerade die, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Zumindest können wir die sein. Zumindest sind wir die, wir gerade angefangen mitzuspielen. Und im Koop-Modus diese Dinge zusammen, diese Aufgaben zusammen zu erledigen. Das Buch verbindet so viele Menschen, die sich in dieser Vision wiederfinden und angesprochen fühlen. Ich will diese Party mit euch allen feiern. Bis bald. Ja, gefällt mir sehr und steht zur Verfügung, um weiter geteilt zu werden. Okay, da wollen Menschen rein. Das freut mich sehr und ich ziehe sie nach oben. Wie bitte? Ah ja. So, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ihr da eigentlich in den Warteraum gekommen seid, aber ich sage einfach mal Ladies first. Tatjana, grüß dich in der Sendung. Hi, hallo, herzliches Grüß Gott. Grüße euch. Ja, ich kann nur staunen, wie sich die Dinge wirklich dann in der Realität zeigen. Ich darf euch bitte kurz berichten. Ich habe das Buch über einen Freund zugeschickt bekommen und das war das erste Buch seit langem, das ich an zwei Abenden ausgelesen habe. Und ich war so hoch energetisiert, dass ich seit langem das erste Mal friedlich und ganz sanft eine Nacht durchgeschlafen habe. Und ich bin am nächsten Tag mit diesen Energien auch aufgewacht und zu uns in die Zahnarztpraxis gegangen. Und dort war eine unserer ersten Begegnungen ein Mann, der sich für seine Frau Samira einen Termin ausgemacht hat. Und um diese Samira geht es auch. Also Samira ist ein Teil von diesen Mitmenschen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und mein Staunen war groß, ja. Also Samira, und da hat es gleich einmal Klingelingeling gemacht und ich musste strahlen, ja. Und dieser Mann hat seine Frau nicht erreicht am Telefon und er musste am nächsten Tag wiederkommen. Das wusste ich aber nicht. Er kam wieder bei der Tür herein und hat wieder gesagt, bitte, ich brauche für meine Frau Samira. Und ich habe wieder gestrahlt und das beim Zahnarzt, ja. Und er war auch dann total locker, mittlerweile ist er auch schon Patient bei uns, ja. Hat er sich einen Termin ausgemacht und er hat ihm gemeint, egal an welchen Tag, egal zu welcher Uhrzeit, sie ist da. Na, ich war sprachlos, ja, über diesen Satz. Bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir eine Notiz gemacht auf einem Zettelchen und habe geschwind das Datum eines Seminars aufgeschrieben. An dem Abend, als ich das Buch ausgelesen habe und ich den Blick auf die Seite gewandt habe, fiel der Blick auf dieses Zettelchen, das da stand, lag. Und plötzlich schaue ich und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Da steht doch glatt, Seminar zu lesen, ja? Statt Seminar Samira zu lesen. Ich habe mir gedacht, das bilde ich mir jetzt ein und habe das dann auch noch einer Freundin geschickt und sie sagt dann, wow, das geht ab, ja. Ich wurde dann zur Agenda 2020 dazugefügt und durfte da ganz wunderbare Menschen kennenlernen, beziehungsweise darf ich Menschen kennenlernen. Und siehe da, mich hat dann ein Finn angeschrieben, ja. Und dieses Buch hat dazu geführt, dass Finn jetzt, der ja an und für sich in Deutschland unterwegs war und ein Reisender ist, ja, dass wir heute hier gemeinsam in Wien sitzen und uns Gedanken machen, weil wir beide es gerne mögen, Menschen zu helfen und Menschen zu unterstützen, dass wir einander uns den Gedankenaustausch schenken,
wie wir das eben anpacken können, dass wir gemeinsam in diese Richtung denken. Und ich finde das persönlich schon mal einen riesengroßen Schritt. Und ich bin unendlich dankbar, weil der Finn so ein mutiger Kerl ist, der einfach sagt, ja, ich komme jetzt da die Tatjana besuchen. Und ich bin doch eher menschenscheu und eher zurückgezogen, ja. Und so hat es das geführt, dass wir jetzt hier eine ganz super tolle Zeit miteinander erleben dürfen. Und ich danke vielmals. Alles Liebe euch. Granate. Ja. Ach, wie schön. Ja, es freut mich so, das alles so zu hören. Der André war auch im, hier, möchte auch was sagen. André, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, ich wollte das nur noch mal sagen, vielleicht so, also ich finde auch jetzt, also ihr seht das vielleicht ein bisschen zu stark so, dass das vom Buch ausgelöst wird. Ich glaube nicht, dass es vom Buch selber ausgelöst wird. Das Buch ist ja quasi dann aus der Zukunft gekommen und hat sich dann hier quasi manifestiert und erschafft sich dann quasi selber. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist eher so, es ist einfach so. Das wissen wir halt das, nicht. Genau. Und das Buch, das gibt eigentlich dann nur noch so einen Anreiz, dass die Leute dann auch wirklich denken, okay, ich mache das, was ich jetzt lange dachte, jetzt wirklich. Ja, ne, wie gesagt, das ist auch was so. Das Grundinteresse scheint gerade völlig überall zu sein. Auch, dass das Buch gerade so rumgeht und so viele Menschen anspricht, funktioniert ja nicht, weil das Buch so toll ist, sondern weil so viele Menschen von sowas sich gerade ansprechen lassen. Das Buch ist nur ein Werkzeug. Das Buch ist einfach nur die Spielanleitung. Aber es hilft, glaube ich, sehr dabei, gewisse gemeinsame Nenner zu finden und gibt halt Anregungen, gemeinsam irgendwelche Dinge zu tun, um diesen gemeinsamen Nenner halt auch zu, diesen Status quo, den wir uns alle wünschen, auch irgendwo herzustellen. Vor allen Dingen, weil es ja darum geht, das in uns vor allen Dingen zu tun. Und ja, ich bin mal einfach gespannt. Also wie gesagt, glauben tue ich auch nichts. Bringt mir nichts. Beziehungsweise ich glaube alles. Ich gebe allem durch meinen Glauben die Möglichkeit zu existieren. Aber ich suche mir dann halt eben selber aus, was ich denn bitte gerne erleben möchte. Ja, und dann so klare und logisch geschilderte Anleitungen stehen, die auch dann mit den Auswirkungen in logischem Zusammenhang stehen. Ja, wie es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir diesen Einladungen im Buch Folge leisten. Ja, natürlich. Im Moment tun wir das ja auf jeden Fall schon mal, es fühlt sich mal gut an. Ja. Warst du fertig, André? Oder, also ich habe das auch nur ergänzt. Ach, hier, ne, ich stand noch ein Buch. Was mir dazu durch den Kopf ging, war das, was ich gerade gesagt habe. Danke, ich wollte das auch nicht widersprechen, ich wollte das nur ergänzen. Toll. Ja. Ja, genau. Also du kanntest ja auch diese Plattform OkiTalk hier vor dem Buch noch nicht, oder wie war das? Doch, gekannt habe ich sie schon, aber ich habe sie eigentlich vorher gar nicht wirklich genutzt. Ah ja. Und wie ich in Wien da bin, ergibt sich auf einmal die Möglichkeit, auf OkiTalk eine eigene Sendung zu machen. Also, hätte ich auch schon früher machen können, aber habe ich halt nicht getan. So, und auf einmal ist das dann halt alles da und deckt sich mit dem, was ich gerne erleben möchte und war auf einmal verfügbar. Ja, also, wie gesagt, gemacht und umgesetzt. Und bis jetzt, soweit ich es überblicken kann, auf jeden Fall was draus gemacht, wo ich sehr, sehr glücklich mit bin, weil ich es gerade in einem sehr tollen Umfang nutzen kann. Dann ist der Severin noch dazu gekommen und ich freue mich auch, deine Gedanken zu hören und dass du dabei bist. Erzähl mal. Okay, ich werde mich mal gerade R2D2 rufen, um das übersetzen zu können, weil ich kann kein Androidisch. Irgendwas stimmt mit deiner Verbindung nicht. Magst du da nochmal gerade gucken, ob du das besser hinbekommst? Severin?
Ja, lass ihn doch erstmal gucken. Wir können Wir ja können so. ja. Du kannst einfach mit deinem Mund blinken, wenn du wieder so weit bist. Derweil die Einladung an alle möglichen anderen Leute. Und ich bekomme hier gerade eine E-Mail. Warte mal, das finde ich voll toll. Ja, Einladung an alle möglichen anderen Leute unten im Chat und auch auf die Leute, die über den Browser mithören. Wenn ihr mitreden wollt, könnt ihr zum einen über OkiTalk. Ah, ich sehe gerade, dass das Skype-Phone ist nicht aktiviert hier. Entweder kann. Mike, Michael, hörst du mich? Geht das? Kannst du mir da helfen? Da weiß ich gar nicht, wie es geht. Wenn das nämlich machbar wäre, könntet ihr auch einfach über die Skype-Endfunktion auf der opitalk.com-Seite mitreden. In dem Fall ruft ihr einfach über Skype auf den Skype-Button an und dann sagt was, weil sonst bekomme ich das nicht mit. Aber im Moment müssen wir erstmal gerade gucken, ob wir es technisch hinbekommen. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach das Mumble auf der Seite runterladen mit direkt schon den entsprechenden Server Angaben und das was wir eintippen müssen, so ist dann schon alles drin. Und dann kommt ihr in den Registrierungs- und Wartebereich und da wird sich jemand um euch kümmern und dann könnt ihr sagen, dass ihr bitte mit ins Studio 3 geschoben werden wollt. Und dann könnt ihr euch hier auch was erzählen. Oder ihr macht es, wie gerade irgendjemand gemacht hat. Ich versuche mal das zu hinkommen. Komme auf mein Mail-Programm, weil da habe ich nämlich gerade von einer Mail bekommen. Oh, sehr interessant. Also, es kommt eine E-Mail aus Celle von der Diplomat M. Vielen Dank für das Buch, steht im Betreff. Lieber Jesus Bruder Bochi, höre gerade Okitalk und deshalb. Danke für die Übermittlung der Geschichte über das oben genannte Buch. Meine zwei Videos dazu, Kurzfassung, Kommentare, kann ich an dieser Stelle einfach mal sagen, die hebe ich mir auf und schaue sie mir auf jeden Fall später an. Und poste sie dann unter die Beschreibung des Videos auf YouTube, wenn ich es dann hochlade. Und dann helfe ich dir da auch gerne, die Videos an, die ich bekannt habe. Ja, ne, genau das ist das, was ich gerade einfach toll finde, diese Interaktivität. Und ja, das Skype-Phone ist installiert, funktioniert jetzt. Könnt ihr auch über Skype anrufen, wenn ihr möchtet. Und gerne mitreden. Wir freuen uns sehr. Das wollen wir hier kultivieren. Wir wollen ein Stammtisch, einen Projekttisch, einen virtuellen im Internet schaffen, in dem wir uns hier freitags und vielleicht auch dann demnächst viel öfter versammeln können. Und die Sue kommt gerade rein und die freue ich mich an, auch sehr zu hören. Und ja, an diesem Tisch soll jeder sagen können, was er denkt. Und solange das konstruktiv ist und nicht irgendwie unter die Gürtellinie oder irgendwelche Angriffe beinhaltet, sowas werden wir hier einfach alle unterbinden. Und aber so, dass jeder, egal welche Meinung vertreten kann, dann bitte einfach möglichst so tut, dass es nicht in ein aggressives Gegeneinander abdriftet. Das haben wir lange genug gemacht, brauchen wir nicht mehr. Und so, was hast du zu sagen? Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Hallo Bauchi, hallo Bing, hallo alle anderen. So, ich habe mir jetzt ein paar Punkte gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich alles sagen möchte. Erstens, Bauchi, das Mikrofon könntest du unter Konfiguration einstellen. Da kannst du auch das Tastenkürzel ändern, damit du nicht immer die Hand über dem Mikropunkt hast. Nur so zur Info. Danke. So, dann ganz interessant fand ich es diese Woche über Christoph Hörstel auf OKTALK zu hören, bei einem Interview. Und irgendwann hat er dann da mal das verwendet, konsensieren.eu. Habe ich sehr interessant gefunden, dass das jetzt mal von einer anderen Seite kam. Also dass das durchaus schon irgendwo im Gespräch ist. Sehr interessant zu hören. Ja, ansonsten zum Buch selber. Also durchs Lesen des Buches war es für mich dann so, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren, über die verschiedenen Ansichten, wie was war und hin und her. Wo wir auch auf OkTalk die letzten Male immer wieder gehört haben, dass es Streitereien deswegen gibt.
Jeder hat andere Wörter und benutzt jedes Wort individuell, je nach den Erfahrungen, die er gesammelt hat. Und es wird wirklich Zeit, dass wir uns nicht nur über irgendwelche eingeschränkten Sichtweisen streiten, sondern zusammen einfach schauen, was wir neu hervorbringen können und wie wir das neue System einfach aufbauen können. Ich arbeite, seitdem ich das Buch gelesen habe, auch sehr intensiv mit den russischen Heilzahlen und für mich selber auch sehr erfolgreich. Also ich kann nur jedem empfehlen, einmal selber sich das anzuschauen. Gibt es Unterlagen im Internet, auch Seminare über YouTube, die man besuchen kann, dass man sieht, wie das funktioniert. Und finde das eine tolle Sache. Grabovoi, ne? Wie es im Buch steht, ne? Ja, genau. Ja, das wollte ich nur mal mitteilen. Ayam. Auch sehr interessant. Severim hat jetzt geschrieben, kannst du noch mal probieren, ob dein Mikrofon jetzt geht? Willst du mal antesten? Nee, klingt immer noch außer ihr. Oh, jetzt ist er weg. Alles klar. Ihr kommt gerade, ich verlasse mal eben Mumble und schau mal, ob ich durch Skype von reinkomme. Dann können wir gleich mal testen, ob das funktioniert. Cool Idee. Bauch, jetzt hören wir dich noch etwas schlechter. Jetzt hört ihr mich noch schlechter. Jo. Moment, mach ich mal ein Redo. Jetzt ist schon besser. Aber ich habe noch gar nichts gemacht. Wo hast du denn den Arm gerade? Ja. Na, ich meine, wir müssen über Mikro liegen. Was soll ich denn da am besten? Ich muss mir einfach einen anderen Push-to-Talk-Button suchen. Ne? Ich mach das mal gerade. Erzähl mal einer was. Oder wir machen noch eine Kreativpause. Wir können noch eine Werbepause machen, wenn euch gefällt, was ihr heute in dieser Sendung erlebt. Könnt ihr gerade die Zeit nutzen, die ich brauche, um einen neuen Push-to-Talk-Button einzurichten, um die Leute einzuladen, doch einfach dazu zu kommen und mit uns diesen Abend zu genießen um 21.13 Uhr. Wir sind schon eineinviertel Stunde auf Sendung. Voll krass. Das habe ich gar nicht mitbekommen, die Zeit vergeht heute. Geil, ja. Hängen gut, ne? Du kannst den Push-to-Talk-Button auch auf die Maus legen, wenn es leichter ist für dich. Und Severin ist gerade wieder zu uns gestoßen. Und wieder weg. Ja, dann können wir mal ausprobieren, ob das hier besser funktioniert. Erzählt mir einfach mal, während ich erzähle, ob ihr mich jetzt besser verstehen könnt. Ich kann jetzt hier... Ja. Na da. Brauche eine Frage, kanntest du das konsensieren.eu schon, bevor du das Buch geschrieben hast? Nein, war mir bis dahin auch völlig neu, musste ich auch erstmal gucken, was das überhaupt ist, aber so, also ich habe es bisher so noch nicht genutzt. Bierkarte kannte ich natürlich, ne? Aber konsensieren war mir neu und da waren auch so einige andere, zum Beispiel André Stern habe ich durch das Buch überhaupt erst kennengelernt. André Stern ist klasse. Definitiv. Ich freue mich wahnsinnig auf den Tag, wo ich ihn irgendwann mal treffen darf. Severin und Simeon sind im Wartenbereich. Möchtest du sie mal raufziehen? Und Tatjana auch. Oh, sorry, ja. Ist gerade irgendwie was zusammengebrochen oder so? Ich kann nicht erkennen, dass irgendwas zusammengebrochen ist. Hat man davor gehört, was ich gesagt hatte? Nein, nein. Oh, nein. Ah, das heißt, du hast über Skype-Phone, aber du bist... Nein, ich habe nicht... Nein, nein, wir haben dich nicht gehört. Ach so, nee, also ich habe schon über Tatjana probiert, aber... also in Skype-Phone komme ich nicht rein. Ich klingel das an und das geht auf jeden Fall nicht.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es vom Handy ausprobiere. Vielleicht geht es ja vom PC aus, keine Ahnung. Aber vom Handy geht es auf jeden Fall nicht. Und ich komme jetzt auch wieder in Mumble rein. Okay, wunderbar. So, Simeon ist zu uns gestoßen. Eigentlich noch ein paar andere, aber sehe ich hier schon ein bisschen weg. Wenn er hier gerade irgendwie rausgeschmissen worden ist oder irgendwie, ich weiß noch auch nicht, irgendwie macht es, ja. Kommt einfach wieder in den Warteraum und wartet notfalls ein kurzes bisschen, bis ich euch registriere, bis ich euch merke und dann ziehe ich euch sofort hoch. Jo, hi, mein erstes Mal. Ich wollte erstmal mich bedanken für das Buch. Danke, dass du es geschrieben hast. Es hat mich ziemlich aus einer Welt gerissen und mich in eine schöne Welt reingebracht, sagen wir es mal so. Weil durch die ganzen News, die heutzutage da rumgeistern, das ist ja schon deprimierend. Und das hat mich schon so ein bisschen erfüllt mit Freudigkeit, dass es noch was Schöneres gibt in der Zukunft, worauf man sich freuen kann. Und ich habe noch eine Frage. Kann mir jemand sagen, wie man Strababoy schreibt? Ich hatte zwar Russisch, aber irgendwie. Du kannst auch einfach nach russischen Heilzahlen suchen über Google. Da findest du wirklich viele Sachen. YouTube-Vorträge gibt es zum Beispiel von Rosina Kaiser. Die stellt da kostenlos auch die Vorträge rein. Super, danke. Bitte gern. So, magst du denn eventuell trotzdem mal kurz was erzählen, weil ich glaube, das dürfte für viele auch interessant und neu sein. Für mich war es das, als ich bei dir war und den Roman getroffen habe, der mir von einer dritten Sparte von Television, von Fernsehen erzählte, nämlich dem freien Fernsehen, das quasi ein drittes neben den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sendern darstellt. Und ich ganz gerne mit dem Roman im nächsten Sendung machen würde, was halt eben auch wieder dazu beiträgt, dass diese Vision weiter in die Welt rausgetragen wird und bekannter gemacht wird und weiter umgesetzt wird. Und wir eventuell tatsächlich auch dadurch den Medienrun, zu dem wir nachher noch kommen, weiter auch aktiv umsetzen können. Und kannst du uns dazu was erzählen? Über das Fernsehen leider nicht so viel, weil ich selber nicht mehr fernsehe und deswegen das FS1 selber auch noch nicht gesehen habe. Vor allem, ich habe kein Kabelfernsehen oder hatte auch kein Kabelfernsehen zu Hause. Und das ist nur übers Kabel derzeit verfügbar, wird aber vergrößert, was ich jetzt gehört habe, auch dann über A1 TV zu erreichen. Alles weitere über dieses freie Fernsehen in Salzburg, der erste Kanal, was eben freies Fernsehen ist, wo ich weiß nicht, ob jeder übertragen kann, aber ich denke, wenn es gute Ideen oder gute Videos sind, kann man das sicher dort vorstellen. Und ja, weiter weiß ich leider über das FS1 so nicht direkt Bescheid, außer dass der Roman unsere Montagsinfo, die wir vergangenes Jahr hatten, immer dann auf FS1 laufen ließ, für circa eine Woche, glaube ich, immer wieder Wiederholungen jeden Tag und dass sich die Leute das auch anschauen können. Also da dann bitte direkt mit dem Roman nochmal Kontakt aufnehmen, der kann dir dann Näheres dazu sagen. Aber auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Also wir hatten jetzt letztens über das Okitalk auch eine Übertragung einer paraguayischen Schamanin, Dr. Evgenia Barrientos, da habe ich die Übertragung über das Okitalk gemacht und der Roman hat es dort gefilmt und das wird auch demnächst, soweit ich Bescheid weiß, über das FS1 dann ausgestrahlt. Gibt es dann auch in Zukunft auf YouTube dieses Video. Oh, sehr cool. So, zu den russischen Heilzahlen. Also ich habe mir da die Liste gleich einmal runtergeladen, habe mir dann eben gesucht über das Internet, wie ich da dazu komme, wie man das anwendet, wie man das macht. Ich muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr Ende August ein Quantenheilungsseminar. Also da habe ich teilgenommen. War sehr interessant, habe es immer wieder kurz angewendet, Zwei-Punkt-Methode. Da geht es darum, dass man ins volle Bewusstsein kommt und dadurch den Körper wieder in die göttliche Ordnung bringt und wieder zurücksetzt und dass man auch eben Wehwehchen und Sachen heilen kann dadurch. Durch die russischen Heilzahlen bin ich jetzt aber noch intensiver eingestiegen. Die verwende ich wirklich regelmäßig, jeden Tag. Das geht auch mit auf die Hand schreiben oder wenn ich gerade merke, irgendwie in der Situation ist, geht es mir gerade gar nicht gut, dann kann ich dort die Gegenwart harmonisieren oder was auch immer ich harmonisieren oder machen möchte damit.
Ich hatte auch den Fall, wir waren Anfang September in Italien, ich und mein Freund, und am letzten Tag, am Schluss war mein Meer, da bin ich auf irgendwas Spitzes draufgesprungen, das ist sicher so 1 Zentimeter in die Haut reingegangen, direkt ins Fleisch, das hat urweh getan. Und dann bin ich auch rausgehumpelt aus dem Meer und habe dann gleich die russischen Heilsalen angewendet für die Harmonisierung. Und ja, es hat noch eine halbe Stunde ziemlich weh getan, aber nach einer Stunde war gar nichts mehr davon zu merken. Ich denke schon, dass das sonst weit länger geschmerzt hätte, weil ich konnte vorher wirklich kaum auftreten. Ja, und wie gesagt, bei sämtlichen Wehwehchen wende ich jetzt die Heilsalen an und habe es auch schon in meinem Bekanntenkreis verteilt. Also das gehen die Listen auch schon weiter und werden dort auch sehr erfolgreich und gerne angewandt. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Das ist ja genau das, wovon ich da auch irgendwie fest von überzeugt bin. Diese ganzen Sachen, also vieles, wie gesagt, wo man in dem Buch von lesen kann, wusste ich auch schon, kannte ich auch schon. Aber da waren halt auch einige Sachen, die ich halt eben noch nicht kannte. Und habe halt auch sehr schnell gesehen, wie viel von diesen Dingen auch in Einklang mit dem waren, was mich vorher schon interessiert hat. So, das erweitert einfach extrem. Ja, empfinde ich auch so, weil so in die Richtung auch das Bild mit der Matrix-Spielereien, auch wie du das im Buch beschrieben hast, mit der Schaltfläche und so weiter. Ich habe selber schon solche Gedanken in diese Richtung gehabt, aber ich bin momentan leider in diese Richtung nicht mehr so gut zum Trainieren gekommen. Aber wie gesagt, die Heilzahlen, die wende ich auf jeden Fall an und das ist ja allein schon eine Matrix-Spielerei. Ich habe eine neue Zahl auf der Seite diese Woche erreicht. Beitragsreichweite war eben noch, als wir es angesprochen haben, auf 8.632. Inzwischen haben wir die auf 8.749 erhöht. Und wir haben gerade erst angefangen. Ne? Ja, aber das ist jetzt schon mal die erste Zahl. Da sind schon knapp 120 Leute, die wir mit dieser Seite gerade mehr erreicht haben, dazugekommen. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, auf der Like-Seite vom Buch, die man findet, wenn man in die Facebook-Findeleiste 2020 Bindestrich die neue Erde eintippt, dann findet man den Link zur Like-Seite. Wenn man dann noch nicht geliked hat, kann man das einfach mal machen. Das ist auch schon mal hilfreich. Und wenn man das Buch gelesen hat, kann man jetzt die Zeit nutzen. Einfach seine Gedanken mal, das muss ja nicht viel sein, einfach mal seine Gedanken zum Buch in die Statuszeile dieser Seite zu schreiben. Also als Status zu posten. Und wenn welche dazukommen, dann lese ich die hier auch gerne nochmal vor und zwischendurch halt auch eben die, und dann kann man halt eben diese auch wieder teilen und schaut einfach mal, was wir da noch machen können und wie viel wir heute noch erreichen können. Und nach wie vor, wenn euch gefällt, was ihr hier findet, teilt den Link, teilt die Einladung dabei zu sein, teilt die Einladung bei Mumble mitzusprechen, macht selber Gebrauch davon, wenn das noch nicht tut. Und Skype scheint im Moment nicht so richtig zu funktionieren. Ihr könnt mir aber auch einfach E-Mails schreiben an jesusurlauber@yahoo.de, zusammengeschrieben, Jesus wie der Nazarener und Urlaub wie Urlauber. Ja, und oder beim Facebook. Im Facebook könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, wenn ihr Freund seid oder auch nicht, da muss man aber auch mal gucken. Lasst uns interagieren hier. Das ist Action Radio und wir gucken, was wir heute mit unseren Action Radios alles so gemacht bekommen. Apropos teilen, ich habe ganz was Wundersames wieder erlebt und zwar, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mich da noch ein bisschen vertiefen wollen und habe mir auch
das Hörbuch gesucht und ich habe dieses Hörbuch in meinem Stammcafé gehört und war sehr berührt und hing da so meinen Gefühlen so nach und in den Energien. Und plötzlich hatte ich so den Impuls, boah, das möchte ich auf meiner Facebook-Seite teilen. Ich möchte das gerne mit meinen Freunden teilen. Und war aber so vertieft in dieses, in das Hörbuch hören, dass ich diesen Augenblick kurz verworfen habe, ja. Und bin wieder in das Buch eingetaucht. Und plötzlich bekam ich den Impuls, mich umzudrehen, ja. Und in diesem Augenblick fuhr ein Auto vorbei mit dem Kennzeichen Jesu 1, ja. Und da habe ich dann gewusst, okay, lieber Gott, danke Universum, ich finde das alles so mega klasse und ja, einfach gigantisch. Und dieser Traum mit dem liebevollen Miteinander, das Teilen und so, diese Träume, diese Visionen trage ich in mir, seitdem ich hier, ich möchte es jetzt so sagen, hier inkarniert bin, ja. Und irgendwie gelang es mir nicht so ganz optimal, das so zu leben, wie ich es halt in meinem Herzen spürte, ja. Und durch diese Vernetzung und diese Begegnung auch mit Finn, ja, darf ich das jetzt wirklich leben und auch dieses liebevolle Miteinander über alles reden können, ja. Und dieses harmonische Zusammensein, ja, und dieses, man ist selber ganz, ja, und etwas Neues erschafft sich daraus und man geht voneinander los und hat eine ganz wunderbare Energie und trägt die raus in die Welt und plötzlich verändert sich auch so das Umfeld, ja. Es reagiert anders, es strahlt, es leuchtet, ja, und das ist, ja, denke ich, auch ein so ein Ding, einfach sein Innerstes herauszukehren und sein Licht einfach leuchten zu lassen und, ja, wollte ich nur mal sagen. Schön. Ja, finde ich auch. Ja, das Wir-Gefühl ist total toll. Severin, man versteht dich. Ja, schon. Ja, erzähl mal, was dir so durch den Kopf geht. Also ich finde es total geil. Ich weiß jetzt, was ihr schon alles beredet habt. Ich bin ja erst später dazugekommen. Aber was momentan auch in der Agenda unter den Mitgliedern, besonders die, die sich schon getroffen haben, so abgeht, was man so vom anderen einfach fühlt und was in der letzten Zeit so dran ist, dass ich merke, ich habe immer wieder Gefühle in mir, die total unpassend sind zu dem, was eigentlich gerade da ist, die ich dann aber auch einfach angucke und da sein lasse. Das ist dann schon einfach... Ich habe mich auf dieses Wir ausgerichtet, dass ich mehr bin als ich, als Simon, sondern als ich möchte gern in diese Gruppe aufgehen, in das Kollektiv. Und das ist jetzt momentan spürbar für mich. Vielleicht geht es anderen ähnlich, ich nehme es mal an. Ich denke schon, das ist, weil wir angefangen haben, das Internet auch aktiver und bewusster zu nutzen. Also aktiver ja eigentlich nicht, sondern nur bewusster wieder wahrzunehmen. Ja, zu nutzen. Ja, das ist auch geil, ne? Darum geht's in dem Buch halt auch. Ja, die Gruppe für die da draußen, die heute erst dazugestoßen sind, ist eine Gruppe im Facebook, die ihr finden könnt, wenn ihr bei Facebook angemeldet seid, wenn ihr in die Leiste Agenda 2020 ein Experiment in der Matrix eingibt. 2020 ein Experiment in der Matrix. Und das ist eine Gruppe, die als Aktionsgruppe eingerichtet worden ist, um diese Vision aus dem Buch, wie wir das hier gerade auch alle zusammen gerade live tun, zu verbreiten und diese Anregungen aus dem Buch uns mal gemeinsam genauer anzugucken. Da ist jetzt, du stehst jetzt seit 2 Monaten und es sind knapp 700 Leute inzwischen da drin, die sich zusammengefunden haben, entweder gezielt hinzugefügt von Leuten, die wussten, dass sie das definitiv interessieren würde,
weil sie zum Beispiel wussten, dass sie das Buch auch schon kannten, aber noch nichts von der Gruppe gehört haben. Oder halt eben von Leuten, die über Hinweise und Links zu der Gruppe gefunden haben, weil sie das Buch kannten und halt eben dabei sein wollten. Das heißt, diese Gruppe ist nicht dazu, die ist nicht ausgelegt, um möglichst viele Mitglieder zu haben, sondern möglichst viele interessierte Lebewesen, die daran interessiert sind, die Vision umzusetzen und das halt wirklich zu erleben. Und ich freue mich, dass das gerade alles so abgeht. Und jetzt haben wir 9:30 und es gibt da halt neben der Einladung diese Gruppe gerne auch zu nutzen, um mit uns zusammen das zu machen. Eine Aktion innerhalb der Gruppe, ein Event, etwas, wo man aktiv mit dabei sein kann. Und zwar ist das der Medienrun 2015. Weil im Buch steht, dass Ende des Jahres die Medien umschwenken und ihr Programm ändern. Das ist für viele noch völlig unvorstellbar. Ich kann mir das sehr leicht vorstellen. Ich kann mir das extrem leicht vorstellen, weil all diese Medien auch nur von Menschen betrieben werden. Und wenn da von unten dann irgendwann mal der Gehorsam einbricht und die halt eben sagen, ja, ihr könnt jetzt hier die Security reinrufen und jetzt alle hier rausholen und dann könnt ihr ein Testbild zeigen. Oder ihr akzeptiert einfach, dass wir nicht mehr das zeigen, was von oben vorgegeben ist, sondern was wir für sinnvoll halten. Und das sind Menschen wie du und ich, die auch alle nur noch zum Teil verblendet sind. In den letzten Jahren hat sich dann doch irgendwie auch sehr, sehr viel an Inspiration durchgesetzt, die halt eben mit Miteinander zu tun haben und das, ne, für die wir es noch nicht gesehen und bemerkt haben, das Medienprogramm derzeit ist vollständig darauf ausgerichtet, zu spalten und möglichst viel gegeneinander zu schwören. Hauptsache nach den Nachrichten weiß man, wer der Böse ist. So, ne, das, oder halt, nachdem ich mir irgendeine Daily Soap oder irgendein Hartz-IV-TV angeguckt habe, wie man möglichst aus einer Mücke einen Elefanten macht und wer die Assis sind. Das ist uns ja aber nun nicht wirklich sonderlich dienlich, wenn wir in eine Welt eintauchen wollen, in der wir mit sowas halt auch überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Das hat dann vor allen Dingen auch damit, das haben wir dann dem zu verdanken, dass wir aufhören, diese Dinge wahrzunehmen und so wahrzunehmen. Und das ist halt was, was durch das Fernsehen halt vor allen Dingen oder auch die Printmedien sehr, sehr viel vorgegeben wird. Und das kann man ganz leicht ändern, das ist überhaupt kein Problem. Es kommt von einer Tagesausgabe auf die nächste, kann man das Fernsehprogramm umschwenken. Also es fängt schon mit Nachrichtensendungen an. Die könnten von einem Tag auf den anderen völlig andere Dinge, könnte man diese Nachrichtensendezeit für völlig sinnvollere Inspirationen zum Tag loswerden, als der Schrott, der da gerade drin kommt und der nicht nur dazu beiträgt, dass wir meinen, wir hätten keine andere Wahl, als weiterhin die Welt kaputt zu machen, die Erde zu zerstören, weiterhin und zu verhalten wie der Typ auf dem Ast, an dem Ast direkt, auf dem er sitzt. Und da sind wir nun mal eben alle irgendwie immer noch zu unseren kleinen Teilen beteiligt dran. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann findet man heraus, wo man das ist und was man tun kann, damit man es sein lässt und was anderes macht. Und vielleicht mal langsam seinen Arsch wegbewegt von da, wo man sitzt, weil das ist ein Pulverfass, wenn man sich da unwohl fühlt. Das ist der beste Indikator dafür, wenn das Bauchgefühl sagt, ich fühle mich hier gerade irgendwie mit der Gesamtsituation nicht so richtig wohl, dann liegt das daran, dass man sprichwörtlich auf einem Pulverfass sitzt. Und dann kann das sehr, sehr hilfreich sein, vor allen Dingen mal ganz, ganz schnell erstmal wegzugehen. Vor allen Dingen von irgendwelchen Gewohnheiten. Also es ist nicht örtlich gemeint, sondern halt vor allen Dingen von dem, was man eigentlich jeden Tag so tut. So ganz selbstverständlich und beiläufig. Und in dieser Operation Medienrun geht es halt eben darum, den Medien halt die nötigen, weil ne, für ein Umdenken braucht grundsätzlich immer erstmal die nötigen Denkanschlüsse, sonst ist es nicht möglich. Und da ist auch wieder was, wo wir
halt eben die sein können, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben und an dieser Operation Medien Run uns beteiligen, die eigentlich für morgen angesetzt ist. Ich habe sie vor einer Woche schon angesetzt und habe dann aber auch nur gesagt, und wenn da nicht viel weiter drin passiert, dann brauche ich mich da auch nicht weiter drum zu kümmern. Also es sind bis jetzt ein paar. Es geht darum, an alle, sage ich mal zuerst, an alle Redaktionen der großen Medien, alle, die uns einfallen, eine Liste zusammenzustellen, die man in seine in seinem E-Mail-Programm oder auf seinem E-Mail-Client oder auf seiner E-Mail-Webseite in die Adresszeile eintippen kann, Copy-Paste, das sind 1, 2, 3 Mausklicks, und dann mit 3 weiteren Mausklicks entweder einen vorgefertigten Text an diese Redaktionen zu schicken, die irgendwelche netten Einladungen, Aufforderungen, nicht Aufforderungen, Einladungen, dazu das Programm doch endlich mal zu ändern, weil den Schwachsinn, den dieser Zeilen kauft, sind sowieso keiner mehr ab oder was auch immer da drin steht. Man kann da natürlich auch, und das ist auch wieder, da, ihr werdet nicht glauben, wie wohl ihr euch fühlt, wenn ihr solche Aktionen einfach macht. Das ist, könnt ihr sehen, wie eine Meditationsübung am Tag oder sonst irgendwas. Aber die Leute, die da mitmachen, sind halt dann die, die einmal am Tag sich für so viel, wie es ihnen wert ist, aber 10 Sekunden sollten eigentlich keinem zu schade zu sein, um sowas mit durchzuziehen und dadurch halt auch um auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, damit man auch das wieder mit viel, viel mehr Effekt machen kann. Sondern stellt euch mal vor, was alleine passiert, wenn 500 Leute jeden Tag sich kurz die Zeit nehmen, eine Mail an sämtliche Redaktionen der Mainstream-Medien zu schicken. So, diese ja, steht halt eben gerade in der Gruppe Agenda 2020 in dem Event Medien Run 2015 ist die Liste zu finden, die erweitert werden kann. Ab jetzt kann man sich ab jetzt dran beteiligen an diesem Minispiel im Spiel 2020 und zwar halt eben für so lange, bis das Missionsziel erreicht ist, nämlich dass die Medien umschwenken und das Fernsehprogramm ändern, jeden Tag eine Mail an sämtliche Redaktionen in dieser Liste einfach zu schicken, wo man sich dann halt eben aussuchen kann, wie viel Zeit man über die 10 Sekunden hinaus investieren möchte und dann vielleicht einfach eigene Sachen auch wirklich das schreibt, was einem wirklich durch den Kopf geht. Je mehr Individuelles da drin ist, desto leichter, desto schwerer wird das für die, einfach irgendwas in ihre Bulk-Ordner wandern zu lassen. Und ja, das als Anregung. Diese Möglichkeit ist auch diese Woche dazu gekommen, ist noch nicht so wahnsinnig genutzt werden, aber kann sich ja ab jetzt ändern. Könnt ihr ja gerade alle mal drauf gehen, wie ihr gerade mit mir hier Love Guerilla mäßig helfen wollen, den Weltfrieden zu installieren. Und die Vision aus dem Buch wahr werden zu lassen und nicht nur davon zu träumen, sondern irgendwann sie wirklich voll und ganz zu erleben. Und zwar direkt hier und jetzt, wenn wir nicht mittendrin stecken und fühlen, dass es gerade passiert, weil es durch uns passiert. Ach, ist das geil. Ja, Mann, das macht einfach Spaß, das macht Bock auf mehr, Mann. Und ja, herzlichen Glückwunsch jedem, der dabei ist. Ihr habt gerade euer Leben gerettet. Und fühlt euch frei, einfach 3 weitere Leute anzustecken, die dann wieder 3 weitere Leute anstecken, die dann wieder 3 weitere Leute anstecken, die dabei sind. Und dann dauert es nicht lange, haben wir genug Leute, weil stellt euch vor, was passiert, wenn die 500 Mails am Tag bekommen. Stellt euch vor, was passiert, wenn die 50.000 Mails am Tag bekommen. Das wird nicht an denen vorbeigehen. Und irgendwann, sprecht wirklich die Menschen in den Redaktionen an. Sprecht unsere Brüder und Schwestern an. Seht die nicht mehr als Gegner. Schreibt nicht, ihr seid ja total scheiße, da würde ich auch nicht lesen wollen. Aber wenn ich verständnisvolle Briefe für Menschen, die da auch einfach nur ihren Job machen, weil sie nächsten Monat erst ihre Miete zahlen müssen, dann, hey Mann, kriegen wir noch hin, oder? In unserem lieben, vollen Umgangston, unsere Brüder und Schwestern da einzuladen, endlich mal mit uns zusammenzuarbeiten, Chefin, wieder, damit wir da irgendwann gar nicht mehr existieren, weil wir dann eben alle nur noch wir wahrnehmen. Und ich verwette meinen Arsch darauf,
dass auch in den Redaktionen der Medien Menschen sitzen, die sich da angesprochen fühlen, weil sie sich doch auch als Mensch empfinden und nicht nur als Maschine. Und irgendein Sender, ich weiß noch, dass zu seiner 25-Jahr-Feier RTL sich wahnsinnig einen darauf runtergeholt hat, dass sie der erste Sender waren, die damals vom Mauerfall berichtet haben. Wir waren die Ersten. Ich setze mal ein Rennen aus. Gewonnen hat der Sender, der als Erster über diese Vision berichtet, über den Weltfrieden berichtet, über die Möglichkeiten, die wir alle eigentlich hätten, statt uns die ganze Zeit einfach in die Köpfe einzuschlagen und gegen irgendwen zu sein, gegen die Ausländer, gegen die Banker, gegen die Flüchtlinge, gegen die Flüchtlingsgegner, gegen die Nazis, gegen die Punks, gegen alles. Endlos weiterführen. Das bringt uns nichts. Lass uns mal füreinander sein. Und die Menschen in unseren Brüdern und Schwestern in allen erkennen. In all denen. Das ist überhaupt gar nicht so schwer. Das muss man einfach mal so sehen. Und dann sieht man das. Dann nimmt man das so wahr. Aber die Wahrgebung geht da irgendwie vor. Zuerst ist der Ton. Ich muss das sagen. Ich muss das aussprechen. Ich muss vor der ganzen Welt zu dem stehen, was ich erleben will. Sonst funktioniert das nicht. Und da ist das schon mal ein gutes Stück dabei, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und da merkt man auch, dass auch das gar nicht so schwer ist. Das sind auch alle einzelne kleine Schritte, die man tut. Aber das sind kleine Schritte für uns. Das sind gigantische Schritte, die die Menschheit da gerade macht. Jetzt, in dieser Minute, gerade in diesem Moment, wo wir darüber nachdenken. Hier und jetzt. Wir sind mittendrin in diesem Ding. Willkommen in der Kopfkonsole. Ja, ich berichte live von euphorischen Gefühlen in dem Raum und es fliegt alles und wir fühlen uns so gut und inspiriert und wollen die neue Welt jetzt erschaffen. Ja. Yeah. Ja, das waren meine und Tatjanas Gefühle, die sich hier auch über Blickkontakt sehr liebevoll austauschen. Ja, und immer wenn Bauchi erzählt, ja, 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 genau so. Machst du gut, Bauchi. Machen wir alle gut hier. Also ich als Bauchi muss alle sagen, ich mache gerade gar nichts, als den Finger auf diese Tasse zu drücken und mein Maul aufzumachen und das quasi radiosendermäßig abzugeben, was da durch meinen Kopf geht. Das habe ich mir nicht vorher zusammengestrickt. Das ist nicht der Bauchi. Nur um das mal gerade. Der Bauchi macht hier gar nichts weiter. Bauchi freut sich ein Loch in den Arsch. Ein zweites oder drittes. Das ist geil. Ich habe hier voll. Das ist, ey Mann, das ist genau das, was ich immer erleben wollte. Und gerade sind wir tatsächlich mittendrin. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es passiert gerade einfach. Und es passiert durch uns, wie es im Buch steht. Ja. Habt ihr kapiert, wie das funktioniert? Seid ihr dabei? Machen wir das noch ein paar Wochen länger, ein paar Monate und gucken mal, was passiert, wenn wir das nicht nur ein paar Stündchen machen und mit ein paar Leuten, sondern einfach ab jetzt. Einfach dieses Spiel spielen. Ich lade euch einfach dazu ein, ab jetzt, ab diesem Moment, ab diesem Abend, ab diesem geschichtsträchtigen Freitagabend am 9.10.2015, an dem wir alle, die wir hier gerade sind, den Entschluss gefasst haben, ey, Alter, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt zusammen. Und egal, was wir sonst noch Wichtiges in unserem Leben zu tun haben, freitagsabends. Und einmal am Tag für, das, was wir abgeknapst bekommen, widmen wir uns der Verbreitung dieser Vision. Und weiter ist überhaupt gar nicht viel nötig. Der Rest wird in uns selber passieren. Ne, wenn es sich verbreitet, ja, guck mal, es ist verbreitet und guck, was draus geworden ist, bis jetzt schon. Ist das nicht geil? Stell dir mal vor, wie geil das ist, was so passiert, wenn wir das einfach weiterziehen. Und einfach jetzt mal wirklich aktiv werden. In diesen Dingen. Wirklich, fast wirklich Satz für Satz kann man dieses Buch auseinanderlegen. Da ist in allem eine Inspiration drin. Ich habe das ja auch nur wie in Trance geschrieben. Ich habe meine Inspirationen aus dem Außen bekommen, habe meine Finger da auf der Tastatur klimpern lassen und habe große Augen gemacht, als ich gelesen habe, was da gerade schwarz auf weiß vor meinem Bildschirm erscheint. Wenn ich lesen konnte, wenn meine Augen nicht völlig voll Tränen waren und ich nichts mehr gesehen habe. Und mich das halt genauso gepackt hat wie jeden von euch auch. Und das ist das Schöne. Das macht einfach Spaß. Das macht Lust auf mehr. Und ich freue mich total, das heute zu erleben. Und zu sehen, wie weit wir da eigentlich schon gekommen sind. Nämlich so weit, dass wir das gerade machen können.
Saugeil, hammergeil. Und ich meine, für mich gibt es gerade eh nichts anderes, aber ich freue mich, dass ich da nicht der Einzige bin. Und ja, das ist eine Spielrunde. Die setzen wir hier einfach an. Und das ist ein Spiel, was wir mit, da können wir alle möglichen Leute zu einladen. Die müssen unsere Möglichkeiten nutzen. Und die haben wir normalerweise direkt vor unserem Bildschirm oder auf unserer Tastatur liegen. So, und dann kommen wir erst in vielleicht 2, 3 Wochen dazu, wie das ist, wenn man auf einmal die Webcam anmacht und sagt so, hallo Welt, hier bin ich. Und mich bewegt eigentlich gerade das und das und das und das ist das, was ich wirklich dazu denke und ich möchte von meinem Recht Gebrauch machen, dazu zu stehen und das auch zu sagen. So viel als Werbung für die nächsten Wochen. Wenn das interessiert und in den Fingern kitzelt, wer sowas erleben möchte, vielleicht auch wirklich erstmal mit dem Arsch auf Grundeis, aber wie es denn ist, wenn man dann sowas alle zusammen installiert und auf einmal merkt, so, hey, das habe ich nicht nur nicht mal getraut, bei OKTALK was zu sagen, sondern ich habe für mich etwas völlig Unmögliches getan. Ich habe mich vor eine Webcam gesetzt, habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Etwas, was ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen konnte. Weil ich gedacht habe, ich habe da viel zu viel Schiss zu oder sonst irgendwelche Ausreden dafür gefunden habe. Aber gerade bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe es getan. Und ab heute kann ich die Geschichte erzählen, was ich erlebt habe. Nicht eine Geschichte, die ich fast erlebt hätte und mir vorstelle, wie schön es dann gewesen wäre. Und nichts getan habe und nichts geändert hat und sich in mir nichts geändert hat, weil ich mich schon wieder schlecht fühle, weil ich schon wieder das Gefühl habe, scheiße, ich habe eine Chance vertan. Aber das Schöne ist hier, hier kann man keine Chancen vertun, hier kann man nur das Gefühl haben, eine Chance vertan zu haben und sofort wieder das korrigieren und irgendetwas tun, was in diese Richtung denkt. Von daher ist das auch schon wieder fast ein Selbstläufer. Aber trotzdem kann man da sehr viel aktiver und sehr viel effektiver spielen mit noch. Also wir sind gerade, ich gucke mir gerade einen ganz bestimmten Ladebalken auf meinem Display an und der steht gerade bei 1%. Ich möchte euch den Spaß nicht nehmen, herauszufinden, was das ist. Aber ich werde euch von diesem Ladestand immer wieder mal erzählen und erzähle euch, wo ich ihn sehe. Diese Stille. Finn, hat das was mit dir zu tun? Ich war gerade nicht da. Ich habe leider nicht mitbekommen, worum es geht. Gerade geht es darum, die Stille zu genießen. Was ist das? Bin ich jetzt der Stellvertreter der Stille oder was? Schau mal, Schau an, das ist doch mal ein geiler Titel, Mann. Das sagt sie auch, sorry. Alles gut, Schatz. Jeder darf hier auch reden, wann immer er möchte. Das ist ja alles kein Muss hier. Das ist ja alles frei fließend und frei genießend und sprießend. Und dann auch wieder gießen. Das ist im Prinzip aber wie in so einem Satz dann. Das sind halt diese Pausen der Stille, wo gerattert wird, wo auf einmal einfach eine Pause auch einfach entsteht, weil gerade mal keiner was zu sagen hat. Aber wie gesagt, ich höre dann nicht die Pausen, ich höre da die Tastaturen rattern. Keiner was zu sagen hat, habe ich vielleicht was zu tun. Das ist ja mal geil gerade, oder?
Ja, und dann kommt wieder ein Gedanke. Und da ist dann auch so der Gedanke von der Zeitreise, die wir hier gerade auch gerade aktiv machen, wo ja, für einige Leute, die das gerade hören, gerade Freitagabend, 21:15 ist, und für andere Leute gerade eine völlig andere Zeit, weil sie gerade entweder an genau dieser Zeit an einem völlig anderen Ort sind, wie zum Beispiel der Michael, der gerade eine völlig andere Uhrzeit haben wird, weil er auf Lanzarote sitzt, und Dong Gang, weil er in China sitzt. Ne, verstehen wir, für ihn ist gerade eine völlig andere, ein anderes Jetzt. Oder aber für eine andere Uhrzeit ist für die gerade. Aber dann in einem anderen Jetzt halt quasi, ne, ich komme jetzt an den genau den gleichen Ort, wo ich jetzt gerade auch Freitagabend 21:15 Uhr habe. Kann ich mir trotzdem am Montag um 17:03 Uhr genau die gleiche Stelle auf YouTube anhören und bin aber dennoch in diesem Moment. Und in diesem Moment ist all das, was ich gerade, was wir jetzt in diesen 3 Stunden als völlig real existent wahrnehmen, genauso völlig real existent. Und das ist in der materiellen Ausführung tatsächlich, weil es im Internet auch, das ist auch jenseits von Raum und Zeit. Klar kann der Datenlos verschwinden, dann ist er nicht mehr darauf zugreifbar, aber vieles von dem halt eben wohl. Und da ist halt dann eben auch die Möglichkeit gegeben, jenseits von Raum und Zeit, im Hier und Jetzt zu sein, ganz bewusst das auch so wahrzunehmen. Und die, die das Buch gelesen haben, werden gerade das nochmal ganz anders verstehen, als die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und im Hier und Jetzt trotzdem realisieren, all das, was wir gerade jetzt sprechen, ist dann nicht von gestern, sondern all diese Möglichkeiten bestehen gerade immer noch. Wenn ich noch nicht damit angefangen habe, kann ich es gerade immer noch tun. Und das sind auch so Sachen, wo diese Zeitreisen, also ich weiß nicht, dadurch, dass ich halt eben seit 2007 Videos auf YouTube hochlade, habe ich ständig in der Zeit reisen können. Ich musste mir nur halt ein bestimmtes Video nochmal angucken, war wieder voll und mitten in diesem Moment mit meiner kompletten Wahrnehmung. Und das sind so diese Sachen, wo wir halt eben mal, da können wir mal drauf gucken. Dann finden wir ganz schnell wieder Zugang dazu, warum und wie wir eigentlich die ganze Zeit Zeitreisen machen. Das deckt sich halt nur mit einer bestimmten Vorstellung, nämlich der, dass die Zeit linear abliefe. So funktioniert das nicht ganz. Wenn man von dieser Vorstellung mal wegkommt, werden auf einmal Zeitreisen möglich. Und ich habe davon schon einige erlebt. Ich würde davon auch noch gerne was erzählen, was die letzten Tage passiert ist hier, wo ich irgendwie, also das ist jetzt wirklich sehr tiefgehend für mich und also das mit euch zu teilen, weil das mich sehr berührt hat und das sehr abgefahren ist, wie jetzt alles hier in der Gegenwart zusammenkommt. Also hier, ich war jetzt die paar Tage krank, ja, und hatte Fieber und Schnupfen und hatte Zeit zur Ruhe zu kommen und ein bisschen rumzuliegen und innere Erkenntnisse zu haben und Kollektivenergien zu verarbeiten und so das ganze Zeug, was man halt als sympathischer Mensch halt so macht, wenn man auch mit Lichtarbeit sich beschäftigt, so bla. Und irgendwie kamen dann Sachen hoch, ja, und dann irgendwie habe ich Lieder wiedergefunden von ganz, ganz früher, die ich damals gehört habe, als ich noch ein kleiner Junge war, ja, ich meine, ich bin jetzt 19, so viel größer bin ich auch nicht, aber halt damals, als ich noch bei meiner leiblichen Mutter gewohnt habe, wo ich ganz starke Ablehnungen erfahren habe und ganz starke Verurteilungen, wo ich dann immer dieses eine bestimmte Lied gehört habe, raus aufs Feld gegangen bin und zu diesem Lied dann eine halbe Stunde einfach geheult habe und so eine Erleichterung dabei war und irgendwie war immer ein bestimmter Funke von Liebe am Ende mit dabei. Eine bestimmte Energie, ja, die ich nie wirklich fassen konnte. Und als ich jetzt hier, wo ich jetzt hier bei Tatjana bin, ja, und hier ein bisschen gechillt habe und so diese ganzen transformativen Energien und was jetzt hier so abgeht, als ich jetzt dieses Lied gehört habe, habe ich gemerkt, dass ich damals
eigentlich hierhin gefühlt habe, nach hier, wo ich jetzt bin. Weil genau damals hatte ich diese Gefühle, die ich jetzt gerade hier entwickle sozusagen. Und dass damals mein Hoffnungsträger, das, was mir die Kraft damals gegeben hat, weiterzumachen, gerade hier jetzt entsteht. Und das hat mich so geflasht, das zu fühlen, dass ich jetzt die passende Situation dazu hatte, die passenden Umstände zu diesen Gefühlen, die ich damals hatte, die ich überhaupt gar nicht in Worte oder Bilder fassen konnte, dass es sich jetzt irgendwie so, dass sich diese Zeiten jetzt alle hier berühren, jetzt gerade hier, wo ich jetzt bin. Das hat mich so geflasht und das ist so tief gegangen, dass es so von damals quasi eine Zeitreise nach hier gemacht und jetzt, wo ich es hier erkenne, auch eine Zeitreise nach dahin, dass ich mir sozusagen die ganzen Energien und Gefühle zurückschicke zu meinem Vergangenheit selbst, nach dem Motto hier, ja, so es lohnt sich weiterzugehen und es lohnt sich, den Weg zu gehen und du bleib stark und mach weiter so, auch wenn du nicht verstehst, was das Ganze jetzt soll, auch wenn du nicht verstehst, woher diese ganze krasse Ablehnung ist, weil für mich war das immer unnatürlich, ja. Vielleicht, weil ich noch so eine ganz starke Erinnerung habe an das, bevor ich hierher gekommen bin, wie es da war auf meinem Heimatplaneten mit den Menschen, also beziehungsweise mit den Lebewesen, die dort waren. Das war einfach ein ganz anderes Miteinander. Deswegen habe ich das hier nie verstanden. Was läuft hier? Was ist hier für ein krasses Durcheinander? Was ist hier für ein Chaos? Warum hassen sich alle? Warum? Was so? Ich habe das nie verstanden. Und dass ich dann jetzt gerade mir selbst quasi die Energie gebe, weiterzugehen, so, obwohl ich eigentlich schon hier bin, aber dass ich mir selbst ist so, und das ist so krass, so das festzustellen, immer diese Momente, wo sich auf einmal alle Zeiten im Hier und Jetzt berühren und wo alles aus dem Hier und Jetzt auf einmal Sinn macht, so was mal geschehen ist und was vielleicht irgendwann noch geschieht, ja, irgendwie genau hier und jetzt ist das, warum ich eigentlich gekommen bin. Und genau das jetzt auszuleben, genau diese Vision, genau diese Energie jetzt, genau diese Zeitqualität, das, was hier jetzt entstehen möchte, das wollte ich schon immer erschaffen. Das war schon immer mein natürliches, das, was natürlicherweise aus mir heraus entstehen möchte. Und dass es jetzt gelebt werden darf, das ist für mich das allergrößte Geschenk in jedem Moment. Und umso mehr nutze ich es jeden Moment und umso tiefer ist für mich jeder Moment dadurch geworden, seit ich aufgebrochen bin, einfach alles hinter mir gelassen habe und nur noch das lebe, weil ich einfach alles andere gar nicht brauche und gar nicht, ich sehe keinen Wert darin, ja, in diesem System, ich meine, ich hätte Karriere machen können und bla 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 und den ganzen, aber das ist alles leer, das ist nicht meins, das bin nicht ich, das ist nicht das, was ich jetzt hier, als wäre ich mich hier erfahren möchte. Und dass ich dadurch so eine bereichernde Erfahrung für mich und für die Menschen, die mir begegnen, dass wir das uns co-erschaffen können und uns die Gelegenheit dadurch geben, uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sein möchten und wer wir eigentlich sind. Und ja, das jetzt alles hier und jetzt erleben zu dürfen und auch mit euch hier jetzt gerade und allgemein, das ist so, ich empfinde einfach die pure Dankbarkeit, die pure Freude und zu sehen, was hier wieder für Energien entstehen, was hier alles aufkommt. Vor allem, es entsteht überall und ich sehe es überall und überall sind Menschen, die langsam und nicht nur langsam, sondern auch wirklich schnell zu diesem neuen Zugang finden und es entwickelt sich überall gleichzeitig und es ist so wie dieser Traum, den man immer hatte und irgendwie dachte man, der kann sich nie manifestieren und man ist verrückt und irgendwie fängt jetzt auf einmal an, dass der sich wirklich manifestiert und irgendwie fangen alle Leute an, davon zu reden und irgendwie packt das alle und irgendwie wird das Leben zu genau diesem Traum, den man sich immer gewünscht hat, zu erschaffen, so. Und jetzt erschaffen wir ihn alle zusammen. Das ist so. Das berührt mich so unglaublich. Und ja, ich freue mich, das mit euch teilen zu dürfen. Light Power. Ja, Mann. Danke und herzlichen Glückwunsch fürs Öffnen. Tut gut sowas, ne? Das auch vor der ganzen Welt potenziell zu machen und einfach, ich finde sowas immer sehr befreiend. Was mir gerade auch noch durch den Kopf ging, war, ich weiß, dass du nicht nur User, sondern auch Gamer bist, also im Internet und aktiv zockt, aber auch für die, die nicht unbedingt Zocker sind, gucken wir, dass wir vielleicht User-Möglichkeiten finden. Gibt es irgendwelche Displays, die du auf deinem geistigen Monitor benutzt hast? Kannst du irgendeine Struktur
über das, was du in der letzten Woche so erlebt hast oder auch in der Zeit jetzt, ein bestimmtes Spiel gespielt hast, das du definieren könntest, in dem du uns sagen könntest, worum es dabei ging und wie du bestimmte Herausforderungen mit was für Tools zum Beispiel gemeistert haben, wenn ich an Tools und Skills denke, hast du da irgendwas dazugewinnen können, was du benennen kannst, wo du uns auch erklären kannst, wie du es nutzt, wie zum Beispiel das Beispiel, ein Gedanke, der mir gerade nicht dienlich ist, ist einer von den Dateien, die ich wie auf meinem Monitor einfach in den Mülleimer ziehen kann und weg ist es. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ganz krass, weil ich ja einfach aufgebrochen bin sozusagen und ohne Plan und ohne irgendwas, dass ich deswegen ganz klar pures Online-Gaming mache und auch ganz viele Tutorials und Upgrades vom Leben selbst so bekomme. Und da kann ich sehr gerne das eine oder andere weitergeben, was ich so für mich erfahren durfte. Und vielleicht kann jemand was für sich daraus finden, was ihm dienlich ist. Und zwar eins der Basic Tools, was ich immer mehr praktiziere, ist, man hat zum Beispiel Gedanken, ja, die handeln von der Zukunft. Zum Beispiel in 2 Wochen das und das und das und das und wie regle ich das und wie verdiene ich meinen Unterhalt und ist es am besten da noch einen Termin und da noch einen Termin und dann noch so Angstprogramme eventuell, die laufen zum Beispiel, was, wenn der mich jetzt nicht zurückschreibt und wenn man einer Person begegnet ist, ja, dass man sich vielleicht Gedanken macht, okay, wie sieht's jetzt weiter aus? Wird man sich vielleicht wieder begegnen? Was haben wir jetzt? Ist das jetzt eine feste Beziehung? Ist das so? Dieses ganze Mindgeplabber, dieses ganze, ja, ich nenne es jetzt mal ganz freundlich Hirnwichsen, ja, dass ich da das feststelle, wenn das entstehen ist, sehe, okay, alles klar. Aber ist es jetzt wirklich sinnvoll, sich damit zu beschäftigen? Ist es wirklich sinnvoll, irgendwas jetzt zu benennen? Ist es wirklich sinnvoll, mir Gedanken zu machen, was ich in einer Woche oder so, oder keine Ahnung, wie ich meinen Unterhalt bestreiten soll? Dann denke ich mir, ist es nicht sinnvoller, dass ich diese ganzen Gedankenenergien, wo irgendwas am Geschehen ist, wo Energien wirklich am Arbeiten sind, ja, das sind ja Energien, die da am Gedanken verarbeiten sind, wenn ich die nicht einfach lieber zu mir zurückziehe, so wie Energietentakel, die dann wieder so zu mir zurückkommen und dann habe ich die Energie hier bei mir, jetzt hier in der Gegenwart, in der Präsenz, und dass ich lieber diese Energie verwende, um genau hier und jetzt Lösungen zu finden und aufmerksam durch die Gegenwart zu gehen, um eben was damit anfangen zu können, um eben Gelegenheiten zu sehen, die mir Dinge eröffnen würden, um eben dann zum Beispiel eine Woche wieder überleben zu können oder so, dass man sich irgendwie so versorgen kann oder so, aber jetzt nicht im Sinne von, ich mache mir Gedanken und dann schaue ich, dass ich das und das und das und das irgendwie kontrolliere, sondern dass ich einfach mich selbst eigentlich dem Lebensfluss anvertraue, weil ich sage, okay, wenn das Universum will, dass ich hier jetzt auf diesem Planeten bin, dann wird es mir schon irgendwie Gelegenheit geben, dass ich jetzt irgendwas finde, damit ich hier auch bleiben kann. Worauf ich jetzt meinen Fokus richte, ist, dass ich jetzt hier in der Gegenwart bin und sehr aufmerksam alles beobachte, was um mich herum passiert. Und das spiele ich ganz viel, dass ich immer mehr diese ganzen Programme, die da laufen, einfach bemerke, sage, okay, nee, kein Bock, ich tue jetzt in die Gegenwart kommen, auch in Sachen Beziehungen. Aber das habe ich schon komplett eigentlich bei mir, ich würde es jetzt mal sagen, transformiert, ja. Dass ich überhaupt gar nichts mehr benennen möchte, dass jede Beziehung zwischen zwei Menschen was Einzigartiges ist, was man jetzt nicht in feste Beziehung oder Freundin oder Ehefrau, sondern es ist einfach diese Kombination aus mir und diesem anderen Menschen. Und für jede Kombination aus zwei Menschen müsste es einen eigenen Namen geben. Deswegen, da mache ich mir auch keine Gedanken. Und wenn man da auch nicht an irgendwas festhält, sondern einfach es fließen lässt, immer aus dem Gegenwartsbewusstsein, wenn dann sich zum Beispiel irgendwas ergibt, dass man sich mal wieder trifft, dann trifft man sich eben wieder. Und solange es nicht ist, dass eben andere Dinge geschehen, ja, dass man immer in diesem Gegenwartsfluss bleibt und nicht in die, dass ich dann nicht in die Angst irgendwie reinrutsche oder sonst was, in irgendwelche
ich sag jetzt mal ganz grob, Verlustängste oder so. Also ich habe das ja schon ziemlich lange nicht mehr, aber nur um mal dem Ausdruck zu verleihen, was dadurch ja entstehen kann, wenn man sich die ganze Zeit Gedanken macht darüber, mit wem und was habe ich jetzt mit den Leuten und so weiter. Das ist auch ein Spiel, das ich so. Im Prinzip ist es die ganze Zeit so ein in die Gegenwart kommen, ein bewusstes Sagen, ja, ich will mir jetzt den Glaubenssatz, dass das Universum sich jetzt um mich kümmert, ja. Und wenn es das nicht ist, ja, wenn mich das Universum hier nicht will, dann soll ich verhecken und krepieren, ist mir scheißegal. Aber wenn ich hier irgendeinen Dienst zu leisten habe, der Menschheit dienlich ist und wenn ich hier auf irgendeine Weise gebraucht werde und das einfach im Spiel jetzt zusammenpasst, ja, dann wird das Universum das von selbst machen, so. Dann regelt es das, weil sonst wäre ich ja nicht hier, sonst könnte ich auch auf Planeten XY sein oder in den Sphären von, was weiß ich, welchen galaktischen Nebel rumschwirren, ja, dann wäre ich nicht hier. Und wenn ich hier bin, das heißt, ich habe etwas, ja, also oder davon gehe ich aus, dieses Programm lasse ich einfach laufen, dass es sagt, okay, es gibt einen Zweck oder auch nicht. Also es gibt auf jeden Fall irgendwas, was getan werden möchte, was geschehen werden möchte, eine Rolle, die gespielt werden möchte, die ich eben hier spiele. Und es ist selbsterhaltend, weil es trägt zum großen Spiel, das wir hier alle gemeinsam spielen wollen, weswegen dieses Leben überhaupt erst entstanden ist, ja, auf dem Planeten Erde, weil wir ja alle gemeinsam uns entschieden haben, ein Spiel zu spielen. Bauchi, du willst was sagen? Ja, oder ich kann nicht unbedingt unterbrechen, aber das, was du da erzählst, erinnert mich gerade sehr, sehr stark an ein Tool, was ich auch sehr häufig, also eigentlich permanent nutze, und das ist die Alles-ist-richtig-Brille. Also eine Sichtweise, die mir ermöglicht, alles, was auf meinem Bildschirm gerade sichtbar ist, als richtig zu definieren. Das hat einen Haufen Fragezeichen einfach wegfallen lassen. Das hat auch gewisse Sachen in Frage stellen und sich selbst in Frage stellen und sowas alles wegfallen lassen. Das, was du gerade sagtest, erinnert mich sehr daran. Also es kann sein, dass das das gleiche Tool ist, ist bei mir auf jeden Fall schon bekannt, als die Alles-ist-richtig-Brille. Ich kann jedem empfehlen, die aufzusetzen, weil dann könnt ihr von die Sichtweise, das, was du gerade erzählst, kommt quasi aus der Sichtweise, die man hat, wenn man die Alles-ist-richtig-Brille aufsetzt. So rum, glaube ich, ist am besten formuliert. Aber ich wollte es nicht unterbrechen, jetzt halt weiter. Ja, ich sage hier an dem Punkt Ciao Simeon und schön, dass du da warst, weil er geschrieben hat, dass er sich jetzt verabschiedet. War schön, mal deine Stimme zu hören. Und ja, kannst gerne wieder. Ciao und ja, ich komme bald wieder. Nächsten Freitag. Dankeschön. Jo. Ja, genau. Das Spiel. Mir ging da auch noch was durch den Kopf. So auch während du erwähnt bist. Ich glaube, so unter uns jetzt hier, die wir hier sind und die Vision von Nagan erleben und installieren und geben möchten, und da unsere Gruppe auch halt eben noch, ich glaube, wir können innerhalb der Gruppe auch nochmal jetzt diese Sachen, die wir in dieser Sendung heute gebracht haben, so die Möglichkeiten, die wir aufgebaut haben, die wir gerade alle nutzen können, wie zum Beispiel irgendwelche Links verteilen, Flyer weiter verteilen im Internet oder auch halt eben als Druckversion oder wie auch immer. Oder halt eben bei Medienrun mitzumachen und solche Sachen, dass wir, und wenn das nur ein paar Leute tun, aber dass wir, glaube ich, den Fokus in der Gruppe nochmal auf diese Möglichkeiten gerade richten. Da ist gerade wahnsinnig viel wieder, was ziemlich Randstory ist, wodurch auch der Eindruck entstanden ist, dass das so ein bisschen eingeschlafen ist. Diese Euphorie vom Anfang ist so ein bisschen weg. Wir freuen uns alle, dass wir uns gefunden haben und genießen es jeden Tag in dieser Gruppe auch zu schmökern und uns zu beteiligen. Und das ist auch ganz toll. Aber den Sinn der Gruppe können wir, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen effektiver nutzen. Und wenn wir, die wir hier gerade auf jeden Fall schon mal so aktiv dabei sind, dass wir gerade die Sendung jetzt verfolgen,
wenn wir in der Gruppe sind, macht es da, glaube ich, wirklich nochmal Sinn, auch all denen, die heute nicht dabei waren, eine Einladung zu schicken, sich zum Beispiel den Mitschnitt dieser Sendung anzugucken oder halt eben auch diese Sachen einfach mal Fokus drauf zu legen. Und das völlig stressfrei. Aber da würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Leute da, ihr wisst schon, wen ich meine, wenn ihr euch angesprochen fühlt, seid ihr genau die, ich meine. So einfach ist das. Euch da eingeladen fühlt, da gerade auch wenn ihr was tun wollt, euch da jetzt oder dieses Wochenende einfach mal dran zu setzen und da einfach nochmal ein bisschen mehr von diesem Sinn halt in Bezug auf das Buch wirklich, auf die Vision, auf den Visionsträger, auf das Medium, dass man sich kostenlos im Internet runterladen kann oder sich halt innerhalb von 4 Stunden auf YouTube einfach das Upgrade reinziehen kann, zu teilen. An der Stelle für alle, die inzwischen dazugekommen sind, es geht um vor allen Dingen einen Link, auf dem alles soweit zusammengefasst ist, wo wir eine Landingpage haben, auf der quasi alles zu finden, was nötig ist. Und das ist die www.2020-die-neue-erde.de und die kann ab heute Abend lustig und spaßig weiterverbreitet werden, auch in allen möglichen anderen Gruppen. Es gibt so viele Gruppen gerade, wo man es einfach mal, wo man die Leute dazu einladen kann und sich zu uns gesellen und aktiv mit uns wirklich diese Sache durchzuziehen. Das geht uns mal eben alle an. Lass uns mal, ne, wenn es um Menschen geht, geht es inzwischen fast um die 10 Milliarden ungefähr Mitspieler, die da eingeladen sind, einfach das wieder aktiv mit uns zu machen. Und wir brauchen wahrscheinlich erstmal gar nicht so viele erreichen zu wollen. Man muss nichts finden, womit man jetzt morgen alle erreichen kann. Es gibt Leute, die haben solche Sachen gemacht, wie irgendwelche Bombenanschläge oder sonst irgendwas. Das haben wir überhaupt gar nicht nötig. Wir brauchen das nicht alles an einem Tag zu regeln. Es reicht, wenn wir an einem Tag anfangen, die Sache aktiv mitzuspielen. Und das für mich ist der Tag irgendwie schon längst vorbei. Aber ich freue mich natürlich über jeden und wir freuen uns alle über jeden, der ab heute, wann auch immer heute für euch ist, dabei zu sein. Ihr werdet das selber merken und ihr werdet auch einfach selber nach eurem Ermessen gucken, was ihr mit dem, wozu ich gerade inspiriere, irgendwas anfangen könnt. Also ich wollte es einfach auf den Projekttisch gerade auch nochmal draufschmeißen, um so ein bisschen Kohle ins Feuer zu schmeißen. Cool. Ich hätte noch ein Tool. Das ist mir gerade noch eingefallen. Das würde ich gerne mit vorstellen, was ich mir selbst angeeignet habe, um angenehmer durch die Welt zu kommen. Ja. Und zwar, wenn Situationen da sind, die vielleicht unangenehm erscheinen, dass ich statt in Ablehnung oder Bewertung, ja, dass ich sage, okay, das ist negativ, dass ich stattdessen einfach das Urteil sofort ablege und in dieses Gegenwartsbewusstsein gehe und dann bewusst durch diesen Moment gehe, durchfühle, egal was er gerade bringt, ob ich jetzt allein auf der Couch hocke und depressive Gefühle habe oder ob ich jetzt gerade irgendwo draußen bin und da Leute fast eine Schlägerei anfangen oder so, dass ich, egal was passiert, das nicht verurteile, sondern einfach dann erstmal zu mir selbst komme, in meine Ruhe komme und dann durch diese Ruhe plötzlich eventuell Impulse empfange, die mir einen Umgang mit der Situation ermöglichen, der die Situation auflöst und in etwas Angenehmeres verwandelt. Und zum Beispiel Gefühle, dann dadurch, dass sie komplett gefühlt werden und anerkannt werden, dann auch in ihrer Wurzel dadurch transformiert werden können, wieder
Teil von uns selbst werden, sozusagen, weil sie ja davor von uns abgelehnt wurden und jetzt wieder in uns zurückströmen können. Und auch bei Geschehnissen, die im Außen passieren, dass wir da auch durch diese nicht mehr Verurteilung, durch dieses nicht mehr Trennen, durch dieses, weil dadurch, dass wir etwas verurteilen, ob es jetzt ein Gefühl ist oder irgendwas anderes, tun wir es ja von uns quasi wegweisen. Das bin nicht ich, das ist doof, das will ich nicht. Wenn wir das nicht mehr machen, sondern es als Teil von uns selbst erkennen, dann, also nach meiner Erfahrung, so wie ich das bis jetzt erfahren durfte, dass dann die Situation sich immer komplett aufgelöst hat oder größtenteils und dass sehr viel Schaden sozusagen dadurch verhindert werden konnte und die Situation ganz andere Wege einschlagen als die man vielleicht erwarten würde, so dass sich durch dieses Erkennen, durch dieses sich selbst darin erkennen und durch dieses liebevolle Gegenwartsbewusstsein ganz viele Dinge um einen herum verwandeln können, die dann auf einmal in ein ganz anderes Licht geworfen werden und dadurch auch irgendwie sich anfangen anders zu entwickeln, so. Ja, das kenne ich gut. Da hätte ich auch noch zwei kleine Spielchen, die ich vor einer Weile mal gebracht hatte. Und zwar einmal war das der Zauberspruch aus dem schwarzen Auge entliehen, wann Banalin denn freundlich bin, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mein erster Eindruck von Leuten, wenn ich gesagt habe, hey, mit dem wird es was, sofort ist der mir sympathisch, hat sich das bestätigt, und wenn ich den von Anfang an abgelehnt habe, hatte ich auch recht, der Typ war ein Arsch oder so. Dann habe ich mir überlegt, liegt es nicht vielleicht daran, dass ich das gedacht habe, dass sich das widerspiegelt? Und habe das mal anders mal probiert. Und es war tatsächlich so, sobald ich einen anderen Menschen anders gesehen habe, hat der sich, wo er mich vorher geschnitten hat, zu mir umgedreht, mich angelächelt und Gespräch mit mir angefangen. Das ist das eine. Und das andere war, wenn du schlecht über jemanden denkst, dann entschuldige dich sofort in Worten bei ihm. Das habe ich mal einen Tag über gespielt. Und habe festgestellt, wenn ich das tue, dann habe ich keinen Bock, mich bei Leuten, also zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, es tut mir leid, ich habe gerade schlecht über dich gedacht. Das heißt, ich habe den ganzen Tag nicht ein einziges Mal schlecht über einen anderen Menschen gedacht. Und das ist so die kleinen Tricks und Verantwortungen, die man dann sieht und wahrnehmen kann und die das ganze Leben ändern können, wenn man das bewusst und immer macht. Sehr geil. Danke. Wow, das will ich in Worte fassen. Also die Tatjana hat gerade gesagt, es ist egal, welcher Inhalt hier kommt, es ist immer die Liebe, die hier das Wort führt. Boah, das ist so zutreffend. Weil es immer dasselbe ist, das durch jeden Mund hier spricht. Egal, wer es ausspricht. Und es ist auch egal, wer es in dem Moment ausspricht. Es ist dieses eine Etwas, das durch alle hier den Ausdruck bekommt. Danke. Ja, es war sich gerade ein Lagerfeuer. Ja, ich sehe auch ein Lagerfeuer. Ja, das ist wahr. Vor allem, habt ihr das auch, das in letzter Zeit, das ist so manchmal, da tippt man was und denkt sich dann, wow. Was war das jetzt gerade? Wer hat da gerade durch mich gesprochen? Das ist total, es kribbelt überall im Körper und ist so voll der Erleuchtungsmoment. Und dann guckt man, was man geschrieben hat und denkt sich, krass. So ging mir das komplette Buch durch. Ja, das hast du bereits erwähnt. So geht's mir und Tatjana auch. Und ich glaube, so geht's ganz vielen, die es einfach mal durch sich durchfließen lassen. Und das einfach mal zum Ausdruck bringen. Weil das ist ja die Essenz von uns allen. Und sobald wir uns trauen, mal den Mund aufzumachen und zu sagen, was uns wirklich bewegt, dann spricht ja dieses eine Etwas, das wir in Wahrheit sind, durch uns. So. Und davor sind ja nur die Programme am Laufen. Und wenn wir das mal das zur Seite legen und einfach aus uns selbst heraus reden, dann ist es ja automatisch dieses eine Etwas. Was man jetzt auch Liebe nennen kann oder auch was anderes, ja. Ich nehme jetzt keine schmutzigen Wörter in den Mund. Ja. Ich
Bin aber auch gern mit euch in der Stille. Das ist richtig schön. Aber es ist halt blöd, wenn der Radio sendet, glaube ich. Nö, es ist nicht blöd, weil wir auch mit den anderen, ja, es gibt keinen, das ist die Radiosendung und das muss jetzt irgendwie sein, sondern das hier ist jetzt ein alternativer Radiosender, in dem wir das erschaffen, was wir erschaffen möchten. Gemeinsam, auch mit den Zuhörern, die nicht bei Mumble sind, alle gemeinsam. Und warum sollten wir... Vor allem völlig bewusst, ne, dadurch, dass wir genau so offen darüber reden. 22:22 ist in dieser Welt gerade. 22:22, wuh. Und warum sollten wir nicht auch den Menschen das Geschenk machen? Gemeinsam mit uns, in ihrer Gegenwart. Wann auch immer das ist, ob sie jetzt hören oder wann anders. Mal im Archiv oder im YouTube dann. Mit uns gemeinsam die Stille zu genießen. Denn die Stille ist ja sowieso zeitlos. Das ist das, woraus alles andere entsteht. Doch, ich höre dich schon wieder extrem schlecht. Ich auch, ich auch. Woraus alles andere entsteht. Also ich werde mal schauen, dass ich bis nächste Woche ein funktionierendes Mikro habe. An dieser Stelle noch eine Buchempfehlung von mir, wobei ich das jetzt mal kurz rauskramen muss, damit ich den Titel nicht falsch hier erzähle. Und zwar, ich sage euch spontan, ah ja, okay, ich habe es gefunden. Es heißt, die Frau, die an einem ganz normalen Sommertag plötzlich keine Gedanken mehr im Kopf hatte. Und da berichtet, da ist es auch so ein Erlebnisbericht, so eher wie ein Interviewgespräch zwischen zwei. Und da berichtet sie eben ganz krass, wie sie so auf einmal in diese Stille gestürzt wurde und das Leben aus einer ganz anderen Perspektive dann betrachten konnte. Und es ist einfach total schön, das zu lesen, wie sie das erlebt hat und wie sich das auswirkt auf ihr Tun und auf ihre Ausstrahlung und auf ihr inneres Empfinden. Diese nicht mehr... dass die Emotionen nicht mehr die Überhand gewinnen über das Handeln, sondern dass Emotionen und Gefühle einfach nur noch Emotionen und Gefühle sind, die dann auch beobachtet werden können aus dieser neuen Perspektive heraus und die irgendwie allem mehr Inhalt gibt, die das ganze Leben irgendwie bunter macht und dann auf einmal alles intensiver wahrnimmt und irgendwie alles mehr in der Gegenwart und man mit dem Körper mehr spürt und ja, genau. Von Moment. Yolande Duran Serrano und Laurence Vidal, die Erfahrung einer Erleuchtung, genau. Falls, ja, weil ich habe mir das jetzt geholt. Das ist auch so urkomisch, ja. Ich bin hier und ich penne hier, ja, und dann gehe ich in den Discounter und kaufe mir was und laufe keine 5 Schritte. Und auf einmal stehe ich in Wiens größten Esoterikladen, ja. Einfach so hier. Das hat mich auch so geflasht, ja. Das ist einfach alles hier. Und dort habe ich dann das Buch gefunden, das schon etwas länger gesucht hatte. Und das ist wirklich sehr schön. Das überkam mich gerade, dass ich das empfehle. Nochmal, ich lese nochmal vor. Die Frau, die an einem ganz normalen Sommertag plötzlich keine Gedanken mehr im Kopf hatte. Wirklich sehr schön. Erinnert mich gerade, danke für die Buch, also ein bisschen an das Buch Johannes. Ein relativ dünnes Büchlein. Johannes, ganz schlicht weiß gehalten, mit einem schwarzen Aufdruck, ich weiß nicht, von wem es ist, kann man aber mal nachgoogeln, in dem eine ähnliche Begebenheit stattfindet. Da wird dem auch ein wenig der Kopf anders und so weiter. Dann habe ich noch eine Buchempfehlung, weil ich vorletzte Nacht mein erstes Buch, das Buch vom Universum, bei Books on Demand habe verlegen lassen, das dann ab nächste Woche im deutschsprachigen Buchhandel
unter der ISBN-Nummer, die ich euch gerade nicht sagen kann und wahrscheinlich auch keiner mitnotieren wird, erhältlich ist. Haltet einfach Ausschau nach den Flyern und dann findet ihr das auch. Das Buch vom Universum, das ist im Prinzip eine Neuübersetzung in eine neue Terminologie des Tao Te Ching von Lao Tse. Und ich habe von vielen Leuten Zuschriften bekommen, in denen mir bekundet wurde, dass sie das Tao Te Ching dadurch auf einmal wesentlich besser verstehen und umsetzen konnten. Also einfach eine neue Übersetzung, eine neue, ja, eine neue Schreibweise einfach nur, die aber offensichtlich in diesen Tagen leichter verständlich ist. Ja, freut mich sehr, dass auch das gerade passiert. Und ja, das meinte ich mit, ich bin sehr glücklich mit, wie die Dinge gerade laufen. Kannst du aus dem Buch etwas vorlesen? Ja, das kann ich tatsächlich. Ich habe es zwar noch nicht in Papierform hier, weil es nächste Woche dann lieferbar ist. Aber ich kann es mal einfach kurz auf dem Rechner aufmachen. Kein Moment mal. Einfach irgendeine Stelle, die du gerade findest. Würde mich interessieren. Und lustig, bleibe stehen an meinem Lieblingskapitel. Das war letztendlich genau das, was für mich das Schlüsselkapitel war, mit einem Schlüsselsatz. Der einzige, der hier irgendwie kursiv gedruckt ist. Kapitel 25, also das Tao Te Ching besteht aus 41 kurzen Kapitelchen, die sich hier auf 104 Seiten verteilen. Und da steht, bevor der materielle Kosmos in seiner Form entstand, existierte schon etwas Vollkommenes und Formloses. Gelassen ist es und leer. Einzig und niemals nachzuvollziehen. Grenzenlos und unerschöpflich. Es ist die Mutter des materiellen Kosmos, von spiritueller, geistiger Natur und in Ermangelung eines besseren Namens nenne ich es das Universum. Bei Lao Tse stand da halt das Tao. Nun ist das Universum heute ein wenig verständlicher als das Tao, als eine nicht personifizierte Gottheit. Es fließt durch alle Dinge, ist in jedem von uns und allen um uns herum, innen und außen, und kehrt zurück zum Ursprung aller Dinge. Da haben wir die Stille wieder aus dem Bild mit. Ne? Es ist das Leben selbst, das alles im Wandel hält und alles im Fluss, das Universum. Ja, das war das 25. Kapitel. Einige sind ein bisschen länger, einige sind ein bisschen kürzer. Aber jedes einzelne trägt Inspirationen in sich, die tatsächlich auch einfach, die muss man nicht versuchen zu verstehen. Aber wenn man sich das Buch immer wieder mal vornimmt und einmal durchliest und vielleicht auch zweimal durchliest und dann immer wieder mal in die Hand nehmen kann oder auf dem Bildschirm aufmacht und irgendwo hinscrollt und irgendwo stehen bleibt, trifft man wie in 2020 die neue Erde, die Asra in ihrer Rezension geschrieben hat, immer wieder auf genau die helfende Stelle, die mir gerade hilft, meine Situation anders wahrzunehmen und dadurch unter Umständen ein Problem zu lösen. Oder etwas noch schöner wahrzunehmen, oder wie auch immer. Und für mich war das Tao Te Ching schon einfach unbezahlbar und ein absolut wertvoller Schatz in meiner Schatztruhe an Tools. Und nachdem ich dann das Buch vom Universum geschrieben habe, war ich da ziemlich froh drum, weil da ging das dann noch viel flüssiger.
Vielen Dank, hört sich echt interessant an. Das gibt es auch als PDF zum Lesen und als Buch, oder? Ja, ja, die PDF ist wie immer kostenlos zum Runterladen und das Buch kann man im normalen Buchhandel bestellen dann für 9,99 €. Vielleicht muss ich dir mal wieder um ein Navi fahren oder irgendwas, dann können wir vielleicht wieder einen Austausch machen. Na, werden wir das auf jeden Fall besorgen. Mal gucken, ich möchte auf jeden Fall dann in Kürze nochmal nach Salzburg kommen, um auch mit dem Roman die Sendung zu machen. Und ich habe, ja, vielleicht bis dahin welche dabei. Schauen wir mal. Okay, bin schon gespannt, freue mich. Also ich habe gerade spontan, weil du vorhin vom Tao sprachst, ich habe beim Buch, da geht es auch ums Tao, da sind 365 coole Sprüche drin für jeden Tag und ich habe spontan aufgeschlagen, bin auf Seite 66 und da steht, wirf Moral und Gesetze ab und die Menschen werden das Richtige tun. Das ist tatsächlich aus dem Tao zu sehen, ja, genau, ja, logisch, wenn es so geht, ja, aber genau das ist das. Welche, bei dir ist es Seite 66 oder ist es aus dem Kapitel. Steht aus welchem Kapitel das ist? Ja, das ist so eine Version hier Tag für Tag. Und dass es für jeden Tag im Jahr irgendwie ein etwas gibt. So. Das war auch interessant, weil ich das schon ganz früh hatte und dann konnte ich das nie lesen. Das hat immer so. Lies bitte das Zitat noch mal kurz vor. Wirf Moral und Gesetze ab und die Menschen werden das Richtige tun. Weil ich das früher nie lesen konnte. Das hat in meinem Inneren einen Widerstand ausgelöst. Und ich konnte es nicht verstehen. Und ich konnte es nicht lesen. Das Buch war für mich absolut tabu. Das lag bei mir irgendwo im Schrank und ich habe versucht, irgendeine Weisheit rauszuziehen, aber das hat einfach nur unwohle Gefühle in mir ausgelöst. Und dann, als ich zu mir gefunden habe, als ich begonnen habe, mich selbst zu lieben, aufzuhören, etwas Besonderes zu sein und bei mir selbst angekommen bin, habe ich dieses Buch genommen und plötzlich habe ich alles verstehen können. Und plötzlich war das ist dann der Ausdruck dessen, was ich jetzt neu gefunden habe und was ich jetzt neu fühlen konnte. Das war sehr schön dann, so da durch die Seiten zu blättern. Und ich meine, klar, der hat es in einem Stil geschrieben, man muss es ein bisschen entschlüsseln und auf die heutige Zeit übertragen. So. Aber im Endeffekt, die Essenz ist ganz klar drin und man kann da sehr schön Schönes rauslesen. Ich habe das Zitat, ich habe das entsprechende Pendant gefunden im Buch vom Universum. Das ist Kapitel 19. Vergiss Heiligkeit und Wissen und die Menschen werden deutlich spürbar glücklicher sein. Schaffe Moral und Gesetze ab und die Menschen werden aus sich heraus das Richtige tun. Schaffe Ehrgeiz und Gewinnsucht ab und es wird keine Liebe mehr geben. Sollten diese drei Schritte nicht reichen, besinn dich einfach wieder auf dich selbst und surfe auf den Wellen der Dinge, die da kommen und gehen. Schön. Also das ist teilweise echt wie Cluster. Da sind halt Sachen wie zum Beispiel die Wellen der Dinge, die da kommen und gehen und das Surfen darauf. Da, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie Lao Tse es geschrieben hat oder halt eben in der an Lao Tse's Tao Terminologie angelehnte deutsche Übersetzung drin gestanden hat, aber steht alles in der Einleitung. Da stehen halt eben die Unterschiede, also beziehungsweise die Umdefinitionen drin. Und wenn man das Buch liest, dann sieht man da halt auch wesentlich mehr von. Da geht es zum Beispiel, wenn er von den Weisen oder den Alten geschrieben hat, habe ich immer vom freien Menschen gesprochen. Wenn es um Menschen schlechthin ging, habe ich Homo sapiens geschrieben. Wenn es um das Tao geht, habe ich
Universum geschrieben. Wenn es in dem Buch, das ich neu übersetzt habe, oder als Übersetzungsvorlage genutzt habe von Stephen Mitchell, wenn es ums Universum ging, das hat er auch benutzt, aber damit meinte er den materiellen Kosmos, von dem ich gerade eben auch schon vorgelesen habe. Und dann heißt es im Universum der materielle Kosmos. Ansonsten habe ich ja überhaupt nichts dran geändert. An den ganzen Weisheiten, die da drin stehen, ist nichts verloren gegangen. Ich habe es nur in eine andere Terminologie gesetzt. Also wie gesagt, da habe ich auch keinen großen Verdienst, da habe ich mal wieder einfach nur die Tipps für laut C gemacht. Weil das war so, ich habe das Buch halt eben auch immer wieder genutzt, um intuitiv daran zu lesen, so nenne ich das, mir das einfach zu nehmen, eine Seite aufzuschlagen, zu gucken. Und irgendwann stand da halt eben genau das da drin. In der Mangelung eines anderen Namens, nämlich ist das Tau. Und da ist mir so die Schuppen von den Augen gefallen und so, ey Alter, ey Lao-Tse, Alter, wenn damals dieser Film, das hier, The Secret, so bekannt gewesen wäre, wie es heute ist, und du von diesem Film gewusst hättest du das anders beschrieben heute oder damals, wenn das dann so gewesen wäre, dann hättest du das Universum genannt, weil da eine bildliche, eine fast bildliche, also ne, da zeigen sie immer noch den Djinn, um irgendwie das Universum zu verbildlichen, aber letztendlich kommt schon raus, dass das Universum keine personifizierte Gottheit ist. Und das war eben Kern seiner Aussagen, dass das nichts, man kann das nicht greifen, man kann das nicht benennen. Die Dinge, die man benennt, sind nicht das, also wenn ich es benenne, ist es nicht das Universum. Wir haben einen Namen dafür, wir haben jetzt viele Namen dafür, aber das hilft letztendlich gerade mal dabei, wenn wir erkennen, dass diese ganzen Namen einfach nur unterschiedliche Namen für eine Seite sind, nämlich das für uns alle ein, dass Gott alleine, nennt es wie er will, hier nennen wir das Universum, weil es einfach eine modernere Ausdrucksweise ist. Und Tau kann doch heute keiner was anfangen. Und dann halt die ganzen anderen, und dann hört sich das alles total mystisch und toll an. Ja. Finger. Aber ja, also dann Finger und Qualität. Aber ich habe noch was aufgeschlagen. Wenn Himmel und Erde etwas Erzwungenes nicht aufrechterhalten können, wie viel weniger dann der Mensch? Das kommt mir gerade so mit diesem ganzen, mit unserem ganzen System, das ja komplett erzwungen ist. Das ist so schön, dass es sich nicht aufrechterhält, dass es zerfällt und dass wir uns jetzt dem Natürlichen hinwenden, das sich von selbst aufrechterhält, dass wir eigentlich uns alle zum Natürlichen sehen und dass auch die Vision von dem Buch eigentlich eine Vision ist über das Natürliche, wie es Form annimmt und wie wir anfangen es zu gestalten und uns dem hinzugeben. Ja, so viel zu Bauchis Bücherregal diese Woche. Ja, wir haben noch 20 Minuten, an die wir uns aber jetzt nochmal quasi auf unser Action-Radio nochmal besinnen und einfach nochmal verdeutlichen, worum es in diese 3 Stunden wirklich ging. Nämlich vor allen Dingen diese 3 Stunden freitagsabends oder wann halt auch immer für euch dann viel passender zu nutzen, um ganz aktiv diese Vision zu erleben, indem wir die Dinge tun, die da drin stehen. Und da stehen halt eben vage, aber klare Anweisungen. Also das alles ist, was heißt vage? Klare Anweisungen, aber sehr ausbaufähig. Ja, und bloß weil es nicht im Buch drin steht, dass, keine Ahnung, der Link zu irgendeiner Seite nicht geteilt, explizit, dass das erwünscht, dass er geteilt werden soll. OkiTalk zum Beispiel wird explizit genannt, aber es gibt ja noch andere. Ja, und letztendlich ist halt alles, was nötig ist, vor allen Dingen zusammengefasst unter 2020-die-neue-erde.de, vor allen Dingen aber auch aktiv mit, ja, in Echtzeit dokumentiert sämtliche Aktionen, die innerhalb der Gruppe passieren,
und die Möglichkeit halt eben sich an allen möglichen Bereichen zu beteiligen. Hier steht gerade auf der Seite, die ich offen habe, Call to Action erstellen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich kann dann an dieser Stelle ja unabhängig von Facebook einfach weitergeben. Ist ja auch kein Wunder, dass das für mich gerade steht. Dann steht daneben, gefällt mir, genau das tue ich, und dann Nachrichten senden. Ich sende die Nachricht raus mit einem Call to Action. Es ist einiges machbar, Leute. Und es liegt an euch, ob ihr jetzt weiter auf die wartet, die ihr seid, oder ob ihr endlich seid und nicht mehr warten braucht. Das ist die Einladung, die ich rausgebe. Ich drücke hier auf dieser Seite nochmal auf Reload und schau mal, wie unsere Zahl aussieht. Und dann behalten wir diese Zahl mal weiter oder diese Zahlen mal weiter im Auge über die nächsten Wochen, wo jeder herzlich dazu eingeladen ist, seine Finger und seinen Geist zu benutzen und alles Mögliche zu tun, und herzlich eingeladen ist, nächsten Freitagabend und nächsten Freitag, immer den nächsten Freitagabend bis auf Weiteres dabei zu sein und uns auch daran teilhaben zu lassen, was ihr da so erlebt, weil wir wissen ja, man erlebt dann sehr tolle Sachen, und das motiviert natürlich alle immer noch mehr. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist nicht das, was wir brauchen, das ist das, was wir dann bekommen. Nämlich Energie und Energie. Hier ist jetzt mal endlich Sex angesagt. In diesem Sinne fällt mir auch noch ein, dass es am 15.10. in Wien eine Aktion zum Live-Dabei-Sein gibt, in der es darum geht, sich eine Minute lang gegenseitig in die Augen zu gucken. Man kann das natürlich auch ausweiten und viel länger in die Augen gucken. Und man kann da auch stehen, kuscheln, schmusen, knutschen und an dieser Stelle, an diesem Tag schon mal dabei sein und eine weitere Vorsage aus diesem Buch live zu erleben und dabei zu sein. Ich finde es so fucking geil. Sorry, aber ich gebe mir Buch gerade voll einen ab. Ja, der Augenkontakt wird richtig geil. Ja, vor allem, das ist ja eigentlich nur ganz unschuldig von den Veranstaltern hier als Augenschauaktion geplant worden. Jetzt kommen hier die Agenda-Leute hin und machen einen riesen Loves-Flashmob draus. Das wäre so lustig. Beziehungsweise Das ist das ein Film Bild. mit einer Augenkraft, ne? Ja, wir alle. Ja, und bringt eure Kameras und Handycams und was weiß ich was mit, weil an dem Tag, wenn wir da sind, haben wir auf jeden Fall Gelegenheit, einiges an Videomaterial zu produzieren, das als Inspiration und weitere Werbung für diese Welt, für dieses Erlebnis 2020 nutzbar ist. Und dann stellt es hoch und alles teilen. Im Moment ist teilen und kommentieren und Lobhudelei angesagt. Wir können das Gleiche direkt noch nutzen, um was anderes auf dem Buch dann doch zu nehmen, nämlich, dass man in einer Welt, in der gelobt wird und Schönes erzählt, nun mal einfach sehr viel lebenswerter leben kann. Und dann steht da auch noch, dass Ende 2015 dann bereits für sehr, sehr viele von uns das Leben schon sehr viel lebenswerter geworden ist, weil wir angefangen haben, selbst etwas zu tun. Und zwar in die Richtung, in der wir gerne noch was erleben wollten. Ja, so ist das halt. Ne? Ja, geil, das ist Online-Gaming. Das ist im realen Leben zocken. Super geil. Ja, und das Lustige ist, dass über dieses neue Zocken sozusagen bei mir komplett die Lust weggefallen ist, noch mich groß in der virtuellen Welt zu ja, betätigen im Sinne von Zocken. Das ist irgendwie alles so leer geworden. Ich meine, damals war es auch hin und wieder leer, aber dann kam wieder eine Idee und dann hat man der halt Ausdruck verleiht. Aber irgendwie habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mich immer danach gesehnt habe, irgendwie, dass es ein Spiel gibt, wo alles möglich ist, wo man alles tun kann, wo man jeden Beruf erlangen kann, wo man durch jede Haustür reingehen kann, ja, so eine Open World mit allen miteinander, und irgendwie durfte ich jetzt feststellen, hey, das ist ja die Realität, das ist ja hier das Spiel, das ich mir eigentlich so sehr wünsche.
geil, mache ich was Cooles draus und spiele genau das, was ich mir wünsche. Also einfach so, scheiß auf die ganzen Gedanken, die sagen, hey, das geht nicht, was machst du da, bist du verrückt? Scheiß auf alles und ich spiele es jetzt einfach. Ja, sind wir wieder beim tollen Ratschlag der Woche, be crazy. Sei verrückt, sei ein Narr, auf dass du Narrenfreiheit genießen kannst, weil das ist auch Narren Freiheit. Und zu deinem eigenen, zu deinem Auch eigenen da. Namen das Leben. Man hört es schlecht. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, ich kann heute irgendwie nichts dran ändern. Ich schaue, dass das bis nächste Woche geregelt bekommt. Jetzt geht's verdammt gut. Dann weiß ich beim besten Willen nicht, woran es liegt. Also, sobald es dir leid tut, wird's besser. Irgendwas wirst du wohl ändern. Also wahrscheinlich eine Handbewegung oder so, von dem Mikro weg oder so. Kann ich nicht mehr. Nee, ich habe gerade wirklich mit genauso drauf gedrückt, wie ich es vorher auch gemacht habe. Und keine Ahnung. Und was ich ändern werde, kann ich euch dann nächste Woche Freitag erzählen. Bis dann, was ich. Ach ja, und weil du es einfach nur so angesprochen hattest, ein fester Ort steht noch nicht genau fest. Es wird am 15. Oktober, eben am Donnerstag, hier nächste Woche in Wien sein. Und zwischen 17 und 18 Uhr. Und ich denke, die, die dann länger bleiben wollen, bleiben einfach da irgendwo länger. Der Ort steht noch nicht genau fest, aber es gibt in Facebook eine Veranstaltung, wenn man das da sucht, dürfte man das eigentlich finden. Ich schaue gleich mal schnell, wie man das findet für alle, die jetzt noch nicht eingeladen worden sind, dass man das auch so finden kann. Und dann erzähle ich euch gleich, wie ihr das findet. Danke, sehr cool. Geht von den anderen Raum rein, was durch den Kopf. Das mit dem Augenkontakt ist ja mal eine geile Sache. Ich habe da letztens ein Video gesehen, ist richtig geil. Ja, vor allem ist es Also, so natürlich, oder? ja, voll, es ist so natürlich und so wenig, was man dazu machen muss. Ich habe es danach auch mit meinem Freund gemacht, weil uns selber aufgefallen ist, dass wir eigentlich noch nie da gesessen sind und uns minutenlang nur direkt in die Augen geschaut haben. Und ich übe das jetzt auch mit unserer Katze und immer dann, wenn es möglich ist. So unglaublicher Energieaustausch. Ich habe das mit Finn auch eine ganze Zeit gemacht, als er mich besucht hatte und wir dann in Stuttgart waren. Und es ist dieses I see you aus Avatar. Das ist das totale Wahrnehmen dessen, was ist. Und da fühlt sich derjenige auch in seinem innersten Kern wahrgenommen. Deswegen heulen auch so viele im Video oder lachen oder nehmen sich einfach in den Arm, weil das ist das, was die Menschheit braucht, genauso wie Umarmungen. Ich denke, wir können rein von unserer Physiologie irgendwann eine Umarmung erkennen, wie der andere drauf ist, allein durch seine Körperspannung zum Beispiel, weil das einfach unser Erbe ist. Das, was wir eigentlich drauf haben, wenn wir uns mal aufeinander einlassen würden. Simon, ich habe coole Neuigkeiten. Also auch Hau für alle anderen. Man gibt nämlich ein The World's Biggest Eye Contact einfach in der Suchleiste und dann kommen da ganz viele Veranstaltungen. Und ich sehe gerade, das ist in Wien, das ist in Zürich, in Freiburg, ja, da zwinkere ich jetzt dich an. Und dann ist es noch in Paris und in Stockholm, ja, und das ist ja an ganz vielen Orten so. Und Freiburg, das ist ja gleich bei dir nebenan, da kannst du ja bei dir dann um 16 Uhr das ja auch machen. Boah, das ist ja cool, dass das so kollektiv ist. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es das an so vielen Orten ist. Ja, genau. bin ich auf jeden Fall dabei. Und da gibt ihr einfach ein oben bei Facebook, The World's Biggest Eye Contact Experiment und dann passend zu eurer Stadt, die euch halt am nächsten ist. So in Österreich ist es eben Wien, dann in der Schweiz gibt es Zürich und in Deutschland anscheinend Freiburg so und andere Länder auch, falls ihr woanders kommt, so. Vielleicht findet ihr was. Ist auf jeden Fall cool. Und das ist lohnenswert. Und da sind so viele Zusagen, also zumindest in Wien. Ich kann ja mal schauen, was es in Freiburg schon an Zusagen gibt. Und da ist eben genau diese Flashmobs. Okay, in Freiburg ist auf jeden Fall weniger los. In Freiburg sind es jetzt fast 200 Zusagen und in Wien sind es halt mal schon fast 4000 Zusagen.
Aber ich Aber denke, es man kann auch. ist ja auch eine unterschiedliche Größe der Stadt mal. Ja, ist klar. Aber auch mit 200 Leuten kann man eigentlich so eine krasse Gruppenenergie schon erzeugen. Das ist völlig ausreichend. In Für Freiburg. 4.000 ist ja Wahnsinn. Also, ach, ja, das ist ja. An eine Stelle im Buch, die ich doch bitte dann gerade gern vorlesen möchte, weil da sehe ich direkt die nächste Synchronizität. Bin. Ihr werdet grinsen, weil. Oh Mann. Und wir fingen an, Liebe zu verbreiten. In den Fußgängerzonen und egal wo wir waren, mit denen auch danach war, demonstrativ herumzuknuschen und zu kuscheln und so menschliche Denkmale für Liebe, Ruhe und Frieden zu sein. Das ist das, was wir da am Donnerstag auch machen können. Wir, die wir davon wissen, dass das etwas, was geschehen ist 2020 in der Welt, in der wir dann leben wollen. Und der nächste Satz ist, es begann als Flashmob, der dann irgendwie ausuferte, das besagt ja nicht, hat uns dazu, da das kann ja ein ganz anderer Flashmob gewesen sein, nämlich zum Beispiel der dann ausuferte und nie aufgehört hat. Es wurde eine Beschäftigung. Wir begannen, uns die Zeit zu nehmen, uns minutenlang im Arm zu halten, um uns zu begrüßen. Und es wurde unglaublich viel geküsst und gekuschelt damals, weil es einfach so schön war und nichts kostete. Aber es pumpte uns regelmäßig selbst mit Energie auf und es war nicht zu übersehen, wie sich diese Energie aufs Umfeld übertrug. Kann man sich schon Videos zu angucken, wie das wirkt. Und keiner hatte Grund zur Eifersucht und bla 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 bla. Das könnt ihr euch dann alles im Buch nochmal selber angucken, aber das war auf Seite 96, habe ich gerade aufgeschlagen. Ja, das sucht euch einfach selber, ihr seid nicht der Ende. Werdet ihr finden. Das ist, wo Mojo erzählt. Seite 82. Es hagelt Inspirationen, hab ich doch gesagt. Ja, und ich habe eben durch Tatjana hier den Link geteilt, hier in OkiTalk. Einmal draufklicken und dann ist man in der Veranstaltung für Wien. Kopiert man dann oben den ganzen Text, den Namen der Veranstaltung und statt Wien eben eine andere Stadt oder einfach leer lassen und dann sieht man da in der Liste dann, in der Suchleiste von Facebook dann die anderen möglichen Städte und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust. Und ich denke... Und wer kein Facebook hat, hat aber eventuell einen Freund, der Facebook hat, mit dem man sich dann zu sehen, kannst du da mal gucken, sollen wir da hingehen und dann kann der Freund sich da alle Informationen suchen, die ihr dann braucht, um auch mit dabei zu sein. Genau. Und ich denke, das wird sich so entwickeln, dass die Leute feststellen, dass das ja ziemlich cool ist und warum sollen wir das nur einmal im Jahr machen, wenn wir das eigentlich ja jede Woche machen könnten oder... Jeden Tag. Oder jeden Tag. Und dass wir einfach jeden Tag alle, die dann Bock haben. Aus jeder Gelegenheit. Ja, ein Treffen und einfach im Park chillen zusammen und genau das dann tun. Immer wieder und immer wieder und dann gar nicht mehr aufhören. Ja, Mann, ich bin auf jeden Fall dabei. Das lasse ich mir nicht entgehen. Da werde ich zigtausendmal lieber sein, als auf irgendeiner bescheuerten TTIP-Demo. Das ist alte Welt. Leute, das bringt's einfach nicht mehr. Wir wollen demonstrieren. Und dann bringt er sowas. Demonstrieren bedeutet, was zu zeigen. Was auf diesen Demos immer gezeigt wird. Irgendwelche Finger, die auf irgendeinen Buh schreien. Und drei Finger, die auf den zurück zeigen, der da gerade zeigt, den Buh schreit. Und es bringt doch nichts. Aber diese Sachen, die bringen was. Die bringen immens was. Die lassen die Welt zur Ruhe kommen. Und da braucht keiner zu schreien, wir sind friedlich, was seid ihr? Da haben wir... Ja, ich konnte es nicht mehr hören. Das ist der Grund, warum ich auf diese Demos einfach irgendwann nicht mehr gehen konnte. Weil mir jedes Mal regelmäßig nach Kotzen zumute war, weil sich da mein Sonnengeflecht sowas von zusammengezogen hat, dass ich da nicht lange ausgehalten habe und dann auf den letzten Demos so gar nicht mehr lange war. Und froh war, wenn ich weg war.
dass die Demo am Donnerstag stattfindet. Aber die heißt ja auch nicht Demo, ne? Die heißt ja Experiment. Sure. Hey, ihr Freaks da draußen, die ihr gerade alle dabei seid, diesen Event zu teilen. Wir haben 22:57 und ich denke mal, das ist ungefähr 3 Stunden. Ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute. Und hören aber nicht auf, sondern machen einfach weiter und machen das nächste Woche zusammen und halten uns zusammen auch einfach in diesem Spiel drin. Lass uns einfach mit denen austauschen, von denen wir gerade wissen, hey, guck, die teilen jetzt auch gerade Dings zum Buch und irgendwie Zitate und Flyer. Und wirklich volle Konzentration wieder auf die Geschichte, auf das Buch lenken. Und nicht mehr so viel auf die Dinge, die da drin stehen, sondern wirklich auf die Zeilen im Buch zitieren, die wir gerade live erleben. Und Rezensionen schreiben. Lass uns, also ich, es wäre vermessen, wenn ich eine Rezension schreibe für mein eigenes Buch, da könnt ihr helfen. Wer eine Riesenhilfe in der nächsten Woche sein möchte, schreibt auf die Like-Seite vom Buch 2020 die neue Erde einfach in den Post eine Rezension, die ich dann halt auch einfach als Post von mir so teilen kann, dass sie dann auch wieder geteilt werden können. Danke. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mich gerade auch was erleben lasst, wovon ich viele Jahre geträumt habe. Und danke für all das hier. Für all das. Danke, dass ihr da seid. Das ist voll schön so. Das ist mal erlebenswert. Danke. Ja, in dem Sinn möchte ich wen auch immer gerade angefangen, irgendwie am Anfang der Sendung auf den Rekord-Button gedrückt hat, bitten, die Aufnahme zu beenden. Ich kann gleich im Anschluss einfach die unten stehenden im Zuhörenraum sitzenden mit Lebewesen in den Sprechenraum hochziehen. Dann können wir eine kleine Nachtalk-Runde machen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr heute erlebt habt, dann guckt doch mal, wie euch gefällt, was ihr erlebt, wenn ihr diese Inspiration nächste Woche einfach ein bisschen nutzt. Und dann treffen wir uns nächste Woche Freitag mit einem von meiner Seite besseren Mikrofon wieder und gucken wir mal, was wir in einer Woche so alles getan haben. Ich behalte die Statistiken der Seite im Auge und veröffentliche dann auch, damit wir das halt auch sehen können, was für einen Effekt das hat, was wir tun. Und ja, freue mich auf mehr. Vielen lieben Dank und bis bald. Und bald ist jetzt. Wir sind mitten drin. Radio Poki Talk, Radio Poki Talk, von Mensch zu Mensch.